neuen Bäcker. Aber jetzt komm! Ja, ich muss doch wenigstens noch abschließen. Und wieso? Ich kann doch nichts dafür, wenn der Bäcker nicht klingelt. Nee. Mist. So, du komm erst den Koffer an. Wieso zu viel Gepäck? Was heißt zu viel Gepäck? Du fährst 4 Wochen weg. Du kriegst es rein. Du kommst Kleines nicht noch auf den Kopf. Das wird ihn auch nicht sehen. Schlüssel, den Schlüssel. Ja, hier, Mensch. Und Mensch sagt man nicht zum Himmel. Ich hab mal. Ganz ruhig. Kein Benzin, sieht man auf der Tankanzeige. Shit, shit, shit! Gehst nur hin. Herr Schnarren rufen, der muss uns fahren. Mann, Mann, Mann. Man geht aber auch alles schief. Na, freust du dich? Klar. Na ja, wenn du da ein bisschen Englisch lernst, Schwarzenberg. Klar, Teschner. Kannst du mal bitte nach vorne gucken? Ja, du reg dich nicht auf. Und du musst doch nicht so rasen, wir schaffen es noch. Wenn du nicht vergessen hättest zu tanken, brauchte ich jetzt nicht zu rasen. Und wenn ich einen richtigen Mann zu Hause hätte, würde der auf so etwas achten. Was soll denn das heißen? Hey, hey, Frieden, du musst mal Urlaub machen. Die Nerven schleifen ganz schön. Es tut mir leid. Nie so lange weg. Ja, du musst mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich bin wirklich eine Rabenmutter. Traum ist vielleicht auch ein ganz guter Test. Wenn er unbedingt ins Internat will. Ich meine, so ein Schüleraustausch ist ja nicht das Schlechteste. Nach Old England. Carlos hat recht. Wir sind beide urlaubsreif. Na, ich wollte ja nach Venedig, aber du? Ich konnte nicht, das weißt du ganz genau. Hm. Wenn wir irgendwo anders hinfahren? Wohin denn? Egal, Hauptsache in die Sonne. Hm. Wie wär's denn mit Mallorca? Von mir aus auch nach Mallorca. Was, im Ernst? Du kannst sowieso nicht wegen deiner Patientin. Natürlich kann ich, du wirst dich wundern. 8:50 Uhr, 10 Minuten vor 9. Ich bin schon wieder zu spät dran. Vielen Dank für den Tee, Oma Selmann. Moin. Na, verschlafen? Sieht ganz so aus. Sag mal, wieso hängst du hier eigentlich jeden Abend alleine rum? Was geht dich das denn an? Spinierst du mir hinterher oder was? Trotzdem, schönen Tag noch. Moin. Martin, schlag dir das Mädchen aus dem Kopf, sonst musst du hier wieder ausziehen. Aber Tantchen, jetzt wo ich hier Arbeit habe. Erstens hast du jetzt Ferien, zweitens hat sie einen anderen und drittens sind deine Verhältnisse immer noch sehr unordentlich. Tantchen? Sag doch nicht immer Tantchen zu mir, ich bin die Hilde. Na schön, Hilde. Glaubst du, dass das wirklich die große Liebe ist? Mit Paula und diesem Arzt? Kümmer du dich mal um deine Angelegenheiten, ne? Mach ich, Tantchen, mach ich. Und was ist mit dem Garten? Nach dem Frühstück, oder? Frau Frohner! Ach, moin, Frau Doktor. Moin. Ich wollte gerade zu Ihnen. Ich wollte gerade zur Bank. Worum geht's denn? Ich wollte eine Reise nach Mallorca buchen. Eine Reise? Ja, was ist daran so komisch? Nach Mallorca. Ja, für 2 Personen. Für Sie und für Dr. Teschner. Ja, für wen denn sonst? Entschuldigen Sie, dass ich lache, aber die ist doch schon gebucht. Also, ach. Dr. Teschner hat bereits für Sie beide gebucht. Ich glaube, das sollte eine Überraschung werden. Die ist ihm auch gelungen. Wann denn? Nächste Woche. Nächste Woche? Und wie lange? Eine Woche. Ja, ist ein bisschen kurz, das habe ich ja auch gleich gesagt. Kann man da vielleicht so ein bisschen was dran drehen? Ja, versuchen wir es mal. Moin, moin. Moin, Doktor. Ach, hört Sie, ich habe mir sicherheitshalber meinen Zucker neu einstellen lassen. Ja, ehe man sich wieder einen neuen Doktor gewöhnt, ne? Wo soll es denn hingehen? Geben Sie doch zu, dass Sie das längst wissen. Wieso denn das? Die Buschtrommeln. Ich wünsche Ihnen trotzdem eine schöne Reise. Danke. Ich wusste gar nicht, dass ich... Hey, was ist denn los? Urlaub. Ah, hat Bertha also getratscht. Einmal wollte ich dich überraschen. Einmal. Hast du auch. Ich freue mich ganz toll. Obwohl, nur eine Woche. Unter Umständen kann ein kurzer Urlaub sehr erholsam sein. Ja, aber unter Umständen kann ein etwas längerer Urlaub noch erholsamer sein. Was ist das? Verlängerungswoche? Überraschung. Jetzt musst du mich durch die Luft wirbeln wie im Film.
Also Degels ist wirklich völlig verquatscht. Verzeiht, dass wir hier mal wegkommen. Hast du an eine Vertretung gedacht? Hm, Krempel. Krempel? Na, der Bekannte von Paula, der junge Assistenzarzt. Der freut sich über jede Vertretung. Rat mal, wer sich noch freut. Ich weiß nicht. Paula. Ach, wo ist sie überhaupt? Sie holt ihn bereits. Jetzt schon? Na klar, der soll sich ruhig mal ein paar Tage hier einarbeiten. Guck mal, die Sellmannsche. Na, Armin Dern? Was treibt dich denn zu mir, hm? Ach du, ich hab ein Problem. Problem, dann setz dich erstmal. Ja, danke. So. Und um was geht das? Sag mal, hast du was gegen Potenz? Gegen Potenz? Was soll ich gegen Potenz haben? Kann man ja nur gratulieren. Ich brauch aber was gegen Potenz. Ach, guck. Du brauchst was gegen Potenz. Ja, wenn einen das so umhertreibt, du weißt doch Bescheid. Dich treibt's umher? Mich doch nicht, du Dösbattel. Ich rede doch von meinem Neffen, von dem Martin, der bei mir wohnt. Der schleicht immer so um die Kammer rum. Um deine Kammer? Nicht um meine, du Mors. Ich hab doch die kleine Paula bei mir wohnen. Ja, das ist ein hübsches Mädchen, da verstehe ich ihn. Du brauchst also, sagen wir mal, etwas Niederdrückendes. Genau. Aber so, dass er das nicht merkt, dass ich ihm das in Tee tun kann. Früher beim Militär hat man doch immer sowas gehabt. Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3. Ja, Soda oder sowas, ne? Das ist genau dasselbe, bloß Chemie. Und das ist ja nun nicht mein Feld, ne? Da gibt's denn ja gar nichts Natürliches. Irgendeine Heilpflanze oder sowas. Na ja, die meisten Leute wollen ja das Gegenteil, nicht? Etwas Aufrichtendes, nicht? Aber ich muss dann Sud ansetzen. Kaluna, Passiflora, Valiana und dann natürlich ein Schwung Lupulus. Lupulus? Hopfenzapfen. Hopfenzapfen? Hast du denn Hopfenzapfen? Ich hab Hopfenzapfen, aber ich muss ja erstmal einen Sud ansetzen und das dauert ja seine Zeit. Darf ich dir einen Tee anbieten? Ja, gerne. Ja, aber nun setz mal an, du, bevor das noch ein Unglück gibt. Ja. Dieser heiße Sommer, ne? Der macht ganz schön Kirre. Danke, Schwester Paula. Bitte. So, Herr Kollege, dann nehmen Sie mal Platz. Das ist jetzt Ihr Stuhl. Oh, noch nicht, danke, aber ich freue mich natürlich sehr, wenn es nur für eine Woche ist. Doch, nur setzen Sie sich, war ernst gemeint. Übrigens nicht eine Woche, sondern zwei Wochen. Wir sind zwei Wochen im Urlaub. Oh, na dann freue ich mich doppelt. Es wäre übrigens ganz günstig, wenn Sie hier wohnen könnten. Hier im Haus? Na, nicht direkt hier im Haus, aber vielleicht in Degelsen. Frau Sellmann hat doch noch Zimmer frei. Ich würde dann doch lieber im Hotel. Sagen Sie, die Mühle, da müsste man doch... Ja, oder in Hanuschs Hotel. Danke, nee, das ist mir ein bisschen zu teuer. Ach, kommen Sie. Hanusch ist ein langjähriger Patient von mir. Bei dem können Sie fast umsonst wohnen, wenn Sie ihn hin und wieder mal ein bisschen abhorchen. Ach so, läuft das in Degelsen? Naja, nicht ganz so. Übrigens, es wäre nett, wenn Sie ein paar Tage früher beginnen könnten. Na, ist schon jemand da? Sie sind seine erste Patientin. Sag mal, hat er gar keinen Doktortitel? Arzt kann man auch ohne sein. Früher gab's das nicht. Frau Bellmann, bitte. Sellmann, sehe ich aus wie ein Dackel? Entschuldigung. Ja, bitte. Danke, danke. Was kann ich für Sie tun? Was fehlt Ihnen? Ach, nichts Besonderes. Das Übliche. Das Übliche? Naja, ich habe manchmal ein bisschen Sodbrennen. Ja, dann werde ich Sie mal untersuchen. Gefällt es Ihnen in Degelsen? Ja, gut. Und sind Sie gut untergebracht? Auch gut, danke, ja. Wieso? Nur so. Schwester Paula hat Ihnen sicher von mir erzählt. Die wohnt nämlich bei mir. Ich habe sehr schöne Zimmer. Ja, wenn Sie dann bitte ins Behandlungszimmer gehen würden und den Oberkörper freimachen? Warum das denn? Ja, soll ich Sie nun untersuchen oder nicht? Sie wohnen doch nicht etwa bei Hanusch im Hotel. Frau Bellmann. Sellmann, ich gehe ja schon. Aber ich denke, Sie haben Magenbeschwerden. Soll ich Ihnen was verschreiben? Nee, danke, danke. Gut gemeint. Aber ich nehme Schafgarbe und Sauerklee. Sauerklee? Ja, aber nicht getrocknet. In frischem Zustand. Mhm. Woher haben Sie denn diese Weisheiten? Von Herrn Hinnaxen. Der versteht sich nämlich auf sowas. Der hat schon manch einen geholfen. Moin, moin. Moin. Was gibt's denn da so Interessantes? Nichts Besonderes, Frau Matthiesen.
Nur das Schild von Herrn Dr. Teschners Vertretung. Also so geht das nicht. Was geht denn so nicht, Olga? Nee, seid noch, kommt weg. Da kleben die schon ihr anderes Schild dran. Ach, Uli. Hoffentlich kommt nicht wieder was dazwischen mit eurem Urlaub. Ja, Olga, dann pass auf, dass du nicht krank wirst. Ja. Ich muss noch ein paar Hausbesuche machen. Tschüss. Tschüss. Sie können dann den nächsten reinschicken, Schwester Paula. Sie? Sind wir jetzt wieder per Sie? Komm, Paula, das war so ausgemacht. In der Praxis sitzen wir uns. Ach, nach der Devise Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Mhm. Das ist schon manchmal ein merkwürdiger Kauz. Sagen Sie, Schwester Paula, sind in dieser Gegend alle so merkwürdig? Wie wer? Wie ich? Ach, wie diese Frau Sellmann. Die ist nicht merkwürdig, die ist einfach neugierig. Und dieser Hinhaxen? Der ist das Unikum von Dekelsen, nennt sich Kräuterdoktor. Ach, so eine Art Naturheiler. Hätte ich mir hier die Vertretung sparen können. Hinhaxen hat schon seine Qualitäten. Dann sei mal nicht so ungeduldig, es werden schon noch Patienten kommen. Und Sie müssen mich nicht trösten? Nein. Nein. Was ist denn das? Eine Einladung. Eine Einladung? Ah, Krempel. Wie? Du hast Geburtstag? Ehrlich? Dann muss ich gratulieren. Krempel, wie so altes Zeug. Oh. Dr. Teschner will nachher selber noch mal nach Ihnen sehen. Ah ja? Sie hat eine Schilddrüsenoperation? Ja, aber es ist alles in Ordnung. Keine Beschwerden? Nein, keine Beschwerden. Und außerdem will ja Herr Dr. Teschner noch mal vorbeigucken. Ich will Sie nicht damit belasten. Aber ich bekomme von Ihnen 80 Mal. Ja, die bekommen Sie. Dankeschön. Ich bedanke mich. Sind die für Olga Mathisen? Nein. Ah, ja. Schönen Gruß an Olga. Sie sind gratis. Ja, danke. Bitte. Noch was. Sollten Sie Probleme gesundheitlicher Art haben, Sie können sich selbstverständlich jederzeit an mich wenden, wenn Dr. Teschner nicht da ist. Danke Ihnen, Herr Schiff. Wiedersehen. Selbstverständlich, ja, natürlich. Hallo, ich grüße meinen alten Arbeitgeber. Hallo, Henna. Ja, Henna, du hast hier mal rausgemacht. Sag mal, willst du wieder bei uns anfangen? Ah, noch bin ich ja nicht fertig. Scheint ja aber ganz gut zu gehen beim Bund. Oder hast du etwa im Lotto gewonnen? Nett, dass du bei uns vorbeischaust. Na komm rein, Henna. Ich mach dir Kaffee, wie in alten Zeiten. Hm? Kaffee ein anderen Mal. Erstmal brauchst du einen Rosenstrauß, wie der Typ da hinten. Rosen? Oh, von mir kannst du 1000 rote Rosen bekommen. Ja. Los. Herr Heidmann, war das eben nicht Henna Bolt? Können Sie mir sagen, wie dieser Schnösel zu so einem Auto kommt? Ne? Vielleicht eine Erbschaft oder reiche Freunde. Ja? Aber bestimmt nicht vom Wehrsold. Vielleicht im Lotto gewonnen. Schönen Danke. Und, wie geht's dir? Es geht so. Und dir? Ha, siehst du doch. Warum hast du mir nie geschrieben? Ja, schreiben. Du weißt doch, ich schreibe nicht gern. Und? Hast du einen anderen? Nein. Na, was ist jetzt? Machen wir eine Spritztour oder nicht? Hey, warte, Mann. Ich muss mir doch noch was anziehen. Ich schwimm doch noch eine Runde. Ja, okay, aber beeil dich. Ja,
Mensch, was schläfst du denn alles mit hier rum? Vielleicht kriegen wir ja Hunger oder Durst? Na, Durst. Hab ich was. Ui, Champagner ist ja toll. Na los, steig ein. Ja, Tante? Suchst du was Bestimmtes? Nö, wieso? Willst du zu Paula? Will ich, Tante. Und was willst du von ihr? Ich muss was mit ihr besprechen, es ist wichtig. Gut, dann komme ich mit. Bitte, ich habe keine Geheimnisse. Ja? Paula, entschuldige, wenn ich dich so überfalle. Zieh dir was an, Kind. Ja, nun sag schon. Ja, kann ich dein Auto für einen Tag haben? Ich will die Zwillinge holen und auf dem Motorrad, ja, das geht ja schlecht. Du willst die Zwillinge holen? Ja, Gabi, die Mutter, die will mit ihrem neuen Freund Urlaub machen und da hat sie mich gebeten. Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, und weil ich doch Ferien habe, da haben wir gedacht... Und für wie lange? So 14 Tage oder so. Und da fragst du mich gar nicht. Du hast mir doch immer Vorwürfe gemacht, dass ich mich nicht um die Kinder kümmere. Ich dachte, dir wäre es recht. Wenn du eine neue Batterie kaufst, kannst du meinen Wagen haben. Was glaubst du, warum ich mit dem Fahrrad fahre? Hm. Also ein Shit aber auch. Also für deine Kinder übernehme ich die Batterie. Danke, Hildchen. Naja, ist schon gut. Komm, mach das drauf. Ach, und die Schlüssel sind in meiner Tasche unten. Ich denke, ihr seid in den norwegischen Fjorden. Wir müssen uns schließlich noch von Oma verabschieden. Die ist sowieso sauer, dass wir nicht hier Urlaub machen. Womit sie nicht ganz unrecht. Ah, und der da hat auch keine Lust. Lust schon, aber bitte, bitte, keinen Streit. Ihr macht auch Urlaub, ne? Ja, Mallorca. Ah. Sag mal, ja? Ist Lilly in der Praxis? Ja, wieso? Bist du krank? Nee, ich wollte nur mal sprechen. Ein Raten der Frauen. Aha. Bist du schwanger? Vielleicht. Aber nichts verraten, ja? Ehrenwort. Na, was ist denn mit der Kiste? Oh, ich weiß auch nicht. Ich schaue in den Motorraum wie ein Schwein ins Uhrwerk. Irgendwas klappert ganz tüchtig. Es klappert? Ja. Oh, vielleicht hast du sogar recht. Hm? Nur so. Es besteht kein Zweifel. Du bist schwanger, das ist ganz eindeutig. 9. oder 10. Woche. Genau kann ich es noch nicht sagen. Freust du dich? Ja, klar, sehr. Obwohl ich nicht weiß, was Uwe dazu sagt. Mag er keine Kinder? Doch schon, aber kommt ja ein bisschen überraschend für ihn. Da muss er durch. Uwe? Ja? Komm mal her. Was ist denn? Du kommst schon. Was haben die denn? Die freuen sich auf einen kleinen Pinguin. Pinguin? Hm. Norwegen. Ach, Norwegen. Und diese Kälte. Wenn sie nicht hier alles hätten. Wasser. Und alles. Ja, aber kein kleinen Pinguin. Oh, Pinguin. Man redet schon. Hast du starke Nerven? Ja, natürlich. Ich musste nämlich was sagen. Was? Du bist schwanger. Ja. Nee. Doch. Nee. Ja. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe dir doch immer gesagt, irgendwann komme ich hier an und dann wirst du solche Augen machen. Und dieser Tag ist heute? Ja. Weißt du noch, wie du damals mein Fahrrad geklaut hast? Sonst hätten wir uns ja nie kennengelernt. Du hast ja nie was gemerkt. Und trotzdem, heute ist es mir peinlich. Und? Hast du noch deine Kleptomanie? Kleptomanie? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, ich meine, klaust du noch? Kugelschreiber und so. Weißt du,
Manchmal erwische ich mich, dass ich was Fremdes in den Fingern habe. Aber dann lege ich es hin und renne einfach weg. Und du? Ich? Wieso? Und der Jeep? Psst. Nicht so laut. Wenn es jemand hört. Bist du verrückt? Paula, entschuldige bitte, ich habe mich verspätet. Nun entschuldige dich nicht immer zu, ich bin zu früh. Ich gratuliere dir, wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich danke dir. Oh, sind die schön. Darf ich in die Vase? Jo, danke. Danke. So, und die Karten. Jo, danke. Schön. Such dir was Schönes aus. Ja, aber nur, wenn du mein Gast bist. Ich habe dich eingeladen. Oh, komm, Paula. Immerhin verdanke ich dir diesen Job hier. Dann gehe ich nach Hause. Ja, okay, dann tendiere ich zu einem kleinen Krabbencocktail. Okay, dann nehme ich Chateaubriand. Chateaubriand, du gehst ja ganz schön ran. Mhm. Ist ja für zwei, du musst mitessen. Naja, ihr wollt streiten. Ich finde schön, dass du diesen Abend mit mir verbringst. Mit wem denn sonst? Martin? Es ist vorbei. Ich hab doch dich. Frierst du? Und du? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Es ist schon spät. Jetzt trinken wir erstmal Champagner. Und wo gehen wir hin? Zu meiner Oma können wir nicht, die ist wie ein Wachhund. Wollen wir im Auto schlafen? Oder auf einer Wiese? Die Sterne zählen? Ein Stern, ein Kuss? Die ganze Nacht? Bis die Sonne aufgeht. Was machst du denn da? Ich hab Durst. So, dann mach mal die Augen zu. Warum denn? Mach mal die Augen zu. 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 Die ist zum Geburtstag, auch wenn der nur schon ein halbes Jahr her ist. Schlimm? Ja, schlimm. Aber ich wollte meinen Geburtstag gerne mit dir zusammen feiern. Und damals kannten wir uns noch nicht. Tja, wenigstens war es eine schöne Nachfeier. Hm? War? Ich würde heute Nacht gerne hierbleiben. Ja, Ich schmeiß dich nicht raus, aber ich hab, diese Dinger da nicht. Stotterst du denn hier rum? Diese Verhüte, Lies. Ja, genau. Brauchst du auch nicht. Brauch ich nicht? Nein. Brauchst du nicht. Wollen wir eine Frühstück? Lass uns in der Praxis einen Kaffee trinken. Oder einen Tee. Oder einen Tee. Geben sich keine Mühe, Herr Wohlfahrt. Aber es wäre die Chance für Sie. Es wäre das Comeback. Stellen Sie sich doch vor, 3 Wochen auf Tournee. Und Sie haben die Rolle früher schon gesungen. Ach. Und Ihre Stimme ist noch genauso gut wie in den alten Zeiten. Nein, nein. Also? Ach. Eine solche Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Barbara. Ich kann einfach nicht verstehen, dass Sie Ihr Talent so verkümmern lassen. Ach, Talent, Talent. Um ein Hotel zu führen, braucht man auch Talent. Und wenn ich mit Ihrem Mann spreche? Ja, den lassen Sie mal aus dem Spiel, der hat für andere Dinge Talent. Barbara. Guten Morgen, Bruno. Ich denke, du bist in Hamburg. Ja, das bin ich auch. Ah ja? Naja, ich meine, ich fahre jetzt nach Hamburg. Warum hast du im Hotel geschlafen? Naja, ich wollte mal sehen, ob hier alles so weit in Ordnung ist. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Kümmer du dich mal um die Baufirma. Ja, darum fahre ich ja jetzt nach Hamburg. Denn das ist ja alles in Ordnung. War sie das? Bitte? Ja, die Dame. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Nein? Nein. Ich fahre dann jetzt also nach Hamburg.
Tschüss, bis heute Abend. Ja, bis morgen früh. Wo fahren wir eigentlich hin? Ach, einfach so. Einfach so durch die Gegend? Ja. Oder willst du irgendwo hin? Nein. Sag mal, lässt du mich mal fahren? Na, kannst du denn? Kannst du es mir zeigen? Na klar kann ich. Aber nicht hier auf der Straße. Hast du denn überhaupt Ahnung, wie das geht? Links ist die Kupplung und rechts ist das Gas. Richtig? Richtig. Und in der Mitte ist die Bremse. Okay, alles klar. Ja, lass uns wechseln. Nicht unbedingt mitpellen. Etwas körperliche Arbeit kann mir nicht schaden. Körperliche Arbeit. Was ich esse, pell ich auch. Zumindest die Kartoffeln. Ach Mann, wieso pellt ihr denn Kartoffeln? Wir haben euch doch zum Essen eingeladen. Ach so. Ja, muss das sein? Ja, das muss sein. Das ist ein besonderer Anlass. Ach, wollt ihr etwa mit uns feiern, weil ihr in Norwegen Urlaub macht? So. Davon kannst du heute Abend Bratkartoffeln machen. Wir haben extra einen Tisch bestellt in der Schleiperle. Ah, da gibt's ja neuerdings auch Bier vom Fass. Das stimmt. Das war bravo. Nanu, was habt ihr denn vor? Die jungen Leute haben uns zum Essen eingeladen. Ja, und ich bin gespannt, was es gibt. Warum denn das? Das ist unser süßes Geheimnis. Na dann, viel Spaß. Ja, das ist eine ganz normale Bindehautentzündung. Normal ist gut. Ich meine klassisch, das ist eine klassische Bindehautentzündung. Klassisch, auch gut. Ich meine, es ist nichts Gravierendes. Aber es tränt doch so. Ja, das pflegt ja dann auch so zu sein bei einer klassischen Bindehautentzündung. Dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Das kriegen wir mit Augentropfen schon wieder hin. Sehen wir uns in 3 Tagen wieder und dann gucke ich mir das nochmal an. Gehen Sie mir aber nicht zwischendurch zu diesem Herrn Hinnerksen, ja? Mhm. Okay. Sehr bequem ist Ihr Auto, aber nicht der Kuss. Ist zwar schon fast ein Oldtimer, aber dafür sparsam. Seit wann interessierst du dich für Autos, Albert? Ja, immer wenn meine Wirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen ist. Wenn wir erstmal reich sind, kaufen wir uns einen Superschlitten, ne? Ja, wenn wir mal reich sind. Wow, ich kann Auto fahren! Mann! Sarah, vergiss nicht zu lenken, Monika. Fahr nicht so schnell. Hey, du, red mir nicht rein. Bin ich verheiratet? Entschuldigung. Ich freue mich immer wieder an unserer schönen Heimat. Ich glaube, die hat der liebe Gott am Sonntag nach dem Frühstück gemacht. Und du rast nicht so. Ich ras doch nicht. Immer schön nach vorne gucken, das Lenkrad gerade halten und das Gaspedal ganz ruhig bewegen. Genau, schnell weiter. Achtung, Auto! Halt an! Bist du wahnsinnig? Halt sofort an! Olga? Oh Mann, um Gottes Willen, was ist denn? Was ist denn passiert? Na, ist denn alles okay? Ja, ja. Oh, vorsichtig! Hilfe! Sie sind ja doch noch da, Herr Doktor, wenn ich das gewusst hätte. Mir drehen nämlich die Augen so und der andere Doktor sagt, ich hätte eine Bindehautentzündung. Na, dann wird's wohl so sein. Moin. Moin. Was ist Dr. Tescher, dann wer könnte? Was? Dr. Tescher? Ja. Ein Unfall. Ja, Dr. Tescher. Was, Olga Madison? Ja, ich komme sofort. Olga, dein Unfall. Und Eckholm? Halt jetzt endlich an! Dann lass uns nicht zurückfahren. Weißt du, was das ist? Weißt du das? Sie haben uns doch gar nicht erkannt und vielleicht ist nichts passiert. Und nichts passiert, nicht erkannt. Fahrerflucht ist das. Fahrerflucht. Komm, wir fahren weiter. Was redest du denn? Das war Olga Mathiesen. Steig jetzt aus.
alles nur für mich gemacht. Dann sage ich ihm, dass ich gefahren bin. Schuld bin ich so und so. Ich will nicht, dass du in den Knast gehst. Lieber gehe ich selber in den Knast. Ich liebe dich doch. Komm, lass uns doch mal überlegen. Komm mit in die Klinik. Seid ihr in Ordnung? Ja, machen Sie sich um uns keine Sorgen. Geht aber zu Lilly und lasst euch in der Praxis nochmal untersuchen. Ist gut. Und alles nur meinetwegen. Ach, red doch keinen Unsinn. Na, passt doch. Ach, was für ein Unglück. Was müssen wir nicht alles ertragen in unserem Alter? Kommen Sie, Herr Bürgermeister, ich helfe Ihnen raus. Ja, danke. Geht's? Ja, danke. Doch, da hinten steht er. Ja. Und Sie sind sicher, es war ein Jeep? Ich bin sicher, es war ein Jeep. Ja, und Kraftfahrzeugnummer oder Typ haben Sie sich nicht zufällig gemerkt? Mein Gott, was soll ich mir denn noch alles gemerkt haben? Das war ein Jeep, das war ein roter Jeep, Mensch. Ein Jeep. Ein roter Jeep. Ein roter Jeep. Dann konnten wir nicht unsere Pellkartoffeln essen. Ich hätte mal einen Tisch gesprochen, aber nein. Setzen Sie sich doch bitte noch mal. Ich möchte den Blutdruck messen. Ach, das brauchen Sie nicht, der ist hoch. Ich möchte ihn trotzdem messen. Oh, das ist auch kein Wunder. Ja, sehen Sie, Frau Doktor, so ist es. Der da oben winkt jetzt immer öfter. Hat Uli schon angerufen? Nein. Dann fahren wir jetzt hin. Oh ja, ich komme mit. Sie bleiben hier. Ich muss den Blutdruck noch messen. Wie geht's dir? Sie schläft jetzt. Und? Ein Schädelbruch, aber es besteht keine Gefahr mehr. Komm. Und, seid ihr in Ordnung? Mit uns ist nichts. Ach, ich danke dir, Uli. Ich brauche doch meine Oma noch gerade jetzt. Ich war früher manchmal so ein Miststück zu dir. Ja. Schon gut. Danke. Kommt. Das Gefühl nicht los, dass die Leute mich nicht für voll nehmen. Wenn du nicht deinen Titel vorm Namen hast, dann kannst du eh gleich... Ach komm, Dr. Teschner, Frau Dr. Schwarzenberg hatten am Anfang auch ihre Schwierigkeiten. Ja, aber die waren Doktor. Ja, du musst einfach ein bisschen Geduld haben. Nu, Herr Kollege, Sie sind ja noch da. Ja, sollen wir uns umziehen? Brauchen Sie uns noch? Nein, nein, ist ja längst Feierabend. Wie geht's denn Olga? Naja, Glück im Unglück. Schädelbruch. Und dem Bürgermeister? Kann ich nicht sagen. Lilly, also Frau Dr. Schwarzenberg, untersucht ihn gerade. Also dann, tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Hallo. Was ist denn mit Eckholm? Eine leichte Schnittverletzung am Kopf. Schaut doch noch mal nach ihm. Freut er sich? Okay. Gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss. Stimmt, wir fahren nicht. Wir können doch jetzt nicht weg. Wir sind ja auch nicht gefahren, als es Jensen schlecht ging. Traurig? Geht's dir gut? Dir nicht? Paula, nimmst du nun eigentlich die Pille oder nimmst du sie nicht? Hm? Nein, ich vertrage sie nicht besonders. Wie, du verträgst sie nicht besonders? Ich weiß auch nicht. Und wenn du ein Kind bekommst? Und wenn ich eins will? Ja, Paula, wie... Ich denke, du liebst mich. Ja. Und dein Studium? Das geht auch mit Kind. Paula, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich meine, ich finde das unverantwortlich, ehrlich. Ich nicht. Ja, entschuldige, ich muss dann los. Ich hab zu tun. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und lern schön. Eine Menge Leute drängten sich vor dem Zirkuszelt und vor dem Schalter hatte sich eine lange Schlange gebildet. Aber schließlich war Pippi an der Reihe.
Sie steckte ihren Kopf in den Schalter, guckte starr die alte nette Dame an, die da saß und sagte, wie viel kostet es, dich anzuschauen? Aber die alte Dame war Ausländerin und verstand nicht, was Pippi meinte, sondern antwortete, kleines... Halt! Halt! Niemand kommt umsonst in unsere Manege. Was muss ich bezahlen? Was muss ich bezahlen? 3 Mark, hä? Hol mal 3 Mark. Gott, 3 Mark. 1, 2, 3. Das sind sie also, deine Zwillinge? Ja, das sind sie also, meine Zwillinge. Christian und Christoph. Und wer ist wer? Das ist Christoph und das ist Christian. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Hallo, ich bin Paula. Hallo. Oder sollen Sie dich lieber Tante Paula nennen? Weil mich nennen Sie auch immer Onkel. Onkel Martin. Sie müssen sich erst daran gewöhnen, dass ich Ihr Vater bin. Wie war die Fahrt? Gut. Danke für das Auto. Bitte. So, geht mal schaukeln. Jetzt möchtest du am liebsten auch Zwillinge, oder? Kriegt aber nicht jeder. Weiß man's? Martin! Ja! Unterhalten wird man sich ja wohl noch dürfen, oder? Ich hab drinnen einen Korb mit Erdbeeren. Vielleicht macht Paula ja auch ein paar. Ne? Ja, ich komme dann auch gleich nach Haus. Ich hab die Nase voll. Machst du uns einen schönen Salat? Die klingelt schon wieder. Bis gleich. Tschüss. Ja, ich komme ja. Moment! Ach du lieber Gott, Katastrophen, Monika. Na, was ist passiert? Können wir Sie kurz sprechen? Ich habe zwar keine Sprechstunde mehr, aber wenn ich eure Gesichter sehe, dann muss ich wohl zu sprechen sein. Kommt rein. Es tut uns leid. Ah, was tut euch diesmal leid? Der Unfall. Was habt ihr den verzapft? Sag mal, tickt ihr doch richtig und da haut ihr einfach ab. Olga Mattisen hätte tot sein können. Wir haben das doch alles nicht gewollt. Ach, nicht gewollt, nicht gewollt. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Also ich dachte, wenigstens du wirst mal erwachsen, Hennerbold. Da baut ihr einen Unfall und haut einfach ab. Das ist doch kein Kavaliersdelikt. Los, du rufst jetzt die Polizei. Na, Degseln 4728. Ich verstehe überhaupt nichts. Jetzt mal in Ruhe und der Reihe nach, bitte. Es ist doch alles meinetwegen mit dem Auto und alles. Er hat doch die ganze Zeit nicht geschrieben und dann wollte er es wieder gut machen und dann hat er das Auto geklaut. Was, Blödsinn? Was, das Auto ist auch noch gestohlen? Nein, nein, nicht direkt. Also, erst die Geschichte mit dem Fahrrad, dann wird ein Auto geklaut, demnächst entführt ein Flugzeug oder raubt eine Bank aus, was? Ja, herein! Moin, Herr Tochter. Moin, moin. Ah, hier stecken wir also. Ihre Fahrzeugpapiere bitte, Herr Bold. Sie gestanden hat, aber... Ja. Sie geben zu, dass Sie der Verursacher des Unfalls sind? Ja. Nein, nein, ich bin gefahren. Wir haben Fahrschule gemacht. So, Fahrschule. Ich habe doch keinen Führerschein. Kein Führerschein. Und das hier ist Ihr Urlaubschein, Herr Bold. Da wenigstens nicht auch noch Unerlaubtes entfernt von der Truppe. Wenigstens was Positives. Was haben wir hier? Autohaus Klingenberg in Kiel. Sie haben das Fahrzeug angemietet? Ja. Na Gott sei Dank. Was denn? Du hast das Auto gar nicht geklaut? Ich muss es morgen zurückbringen. Das Auto ist nur gemietet? Bleibt noch der Unfall und die Fahrerflucht. Wir wollten ja dann zur Polizei und uns stellen. Aber zuerst wollten wir hier fragen, ob jemand verletzt ist. Das erzählen Sie mal Ihrer Großmutter. Anna hat keine Großmutter mehr. Sie haben sich widerrechtlich vom Unfallort entfernt. So, jetzt kommen Sie beide mit auf die Wache. Wir machen Protokoll. Moin, Doktor. Moin, moin. Kommen Sie, kommen. Dr. Teschner? Ja? Grüßen Sie bitte Frau Mattisen von mir. Es tut mir so leid. Ich wünsche ihr gute Besserung. Es tut ihr leid. Das alleine genügt nicht. Fahr bei Gelegenheit vorbei und entschuldige dich. Der Henner und du, ihr müsst jetzt zusammenhalten. Es ist schön, dass du die Wahrheit gesagt hast, aber dann müsst ihr eben jetzt durch.
Und noch eins. Der Henner liebt dich auch so. Da muss er nicht noch unbedingt ein Auto klauen. Okay. Eine Medizin gegen Pech gibt's wohl nicht, was? Doch. So schnell wie möglich erwachsen werden. Raus. Okay, tschüss. Tschüss. Ey. Was uns auch alles noch passieren muss auf unsere alten Tage. Es sind Prüfungen. Ach, Prüfungen. Du redest ja wie Pastor Eckholm. Mit langsam sind wir ja nun genug geprüft. Kommst du allein zurecht? Oh, typisch Olga, nicht? Ihre erste Frage nach den anderen. Sag uns lieber, wie es dir geht. Naja, etwas schwach bin ich noch. Von Uwe soll ich dich auch grüßen, er musste dringend in die Redaktion. Wann fahrt ihr denn? Überhaupt nicht. Was? Ihr wolltet doch nach Norwegen. Ja, wir fahren aber nicht. Uwe kriegt nicht frei. Geht alles drunter und drüber. Das ist aber schade. Heuche nicht auf dem Krankenbett, nicht? Eigentlich bist du ja ganz hoch. So, Kerstin, und sag uns endlich, warum wir damals keine Pellkartoffeln essen durften. Damit fing ja alles an. Ach, nicht so weiter. Du, spann uns nicht länger auf die Folter. Ich krieg ein Baby. Oh, oh Kerstin. Oh, oh. Oh, Kerstin, sag das nochmal. Du bist wohl Oma, Oma. Oh, Kerstin. Reg dich nicht auf, Olga. Du brauchst jetzt Ruhe. Oh, Gott, Ruhe. Kann ich mal mit dir reden? Trinkst du einen Schluck mit? Na und? Hamburg? Schläfst du heute hier? Ja, das wollte ich. Und schlaf bitte auf der Couch. Was soll denn Tante Saskia davon denken? Ist mir doch egal, was Tante Saskia denkt. Hast du dir schon mal überlegt, was ich denke? Barbara, du musst mich verstehen. Ich muss dich verstehen. Ah, ich weiß, ich weiß. Du betrügst mich und das noch in meinem Hotel. In unserem Hotel. Du gehst fremd und ich muss dich verstehen. Ich bin in einer verzweifelten Situation. Na, ich nicht. Das hat doch überhaupt nichts mit dir zu tun. Nicht, dass du glaubst, dass ich dir hinterher spioniere. Aber wenn du schon auswärts schläfst, dann doch bitte nicht in unserem Hotel. Sie heißt Vera Moonholz und macht in Kosmetik. Barbara, lass dir doch mal erklären. Ja, bitte, Bruno, ich höre. Ich wüsste nicht, was es da noch zu erklären gibt. Entweder du beendest diese Geschichte oder ich gehe zurück zum Theater. Können wir darüber nicht reden wie zwei erwachsene Menschen? Barbara, ich werde eine Woche verreisen. So, wohin denn? Weiß ich noch nicht, ich brauche einfach etwas Zeit. Also dann wäre es mir sehr angenehm, wenn du jetzt auf der Stelle wegfahren würdest. Gut. Wie du willst. Ach, du weißt es schon. Mhm. Manches erfährt ein Doktor früher. Großmutter. Urgroßmutter. Ah ja, entschuldige. Urgroßmutter. Uli? Mhm. Tust du mir einen Gefallen? Ich tue dir jeden Gefallen. Ihr fahrt in Urlaub. Aber Olga... Ja, du hast gesagt, du tust mir jeden Gefallen. Also schön, jetzt reg dich nicht auf. Wenn du unbedingt darauf bestehst... Ja, ich bestehe darauf. Thank you.
auch nichts dafür, wenn der Wecker nicht klingelt. Mist. So, komm erst den Koffer. Ja. Wieso zu viel Gepäck? Was heißt zu viel Gepäck? Du fährst 4 Wochen weg. Du bist rein. Du kommst rein, ist nicht noch auf dem Kopf. Das wird ihn heute nicht sehen. Schlüssel, den Schlüssel. Ja, hier, Mensch. Und Mensch, darf man nicht zu mir merken. Normal. Ganz ruhig. Kein Benzin, sieht man auf der Tankanzeige. Shit, shit, shit. Wie ist denn nur hin? Herr Schnee anrufen, der muss uns fahren. Mann, Mann, Mann. Das geht aber auch alles schief. Na, freust du dich? Klar. Na ja, wenn du da ein bisschen Englisch lernst, Schwarzenberg. Klar, Teschner. Kannst du mal bitte nach vorne gucken? Ja, du reg dich nicht auf. Und du musst doch nicht so rasen, wir schaffen's noch. Wenn du nicht vergessen hättest zu tanken, brauchte ich jetzt nicht zu rasen. Und wenn ich einen richtigen Mann zu Hause hätte, würde der auf so etwas achten. Was soll denn das heißen? Hey, hey, Frieden, du musst mal Urlaub machen. Die Nerven schleifen ganz schön. Es tut mir leid. Noch nie so lange weg. Ja, du musst mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich bin wirklich eine Rabenmutter. Traum ist vielleicht auch ein ganz guter Test. Wenn er unbedingt ins Internat will. Ich meine, so ein Schüleraustausch ist ja nicht das Schlechteste. Nach Old England. Carlos hat recht. Wir sind beide urlaubsreif. Na, ich wollte ja nach Venedig, aber du? Ich konnte nicht, das weißt du ganz genau. Hm. Wenn wir irgendwo anders hinfahren? Wohin denn? Egal, Hauptsache in die Sonne. Hm. Wie wär's denn mit Mallorca? Von mir aus auch nach Mallorca. Was, im Ernst? Du kannst sowieso nicht wegen deiner Patientin. Natürlich kann ich, du wirst dich wundern. Habt ihr 50, 10 Minuten von euch. Ich bin schon wieder zu spät dran. Vielen Dank für den Tee, Oma Selman. Moin. Na, verschlafen? Sieht ganz so aus. Sag mal, wieso hängst du hier eigentlich jeden Abend alleine rum? Was geht dich das denn an? Spinierst du mir hinterher oder was? Trotzdem, schönen Tag noch. Martin, schlag dir das Mädchen aus dem Kopf, sonst musst du hier wieder ausziehen. Aber Tantchen, jetzt wo ich hier Arbeit habe. Erstens hast du jetzt Ferien, zweitens hat sie einen anderen und drittens sind deine Verhältnisse immer noch sehr unordentlich. Tantchen? Sag doch nicht immer Tantchen zu mir, ich bin die Hilde. Na schön, Hilde. Glaubst du, dass das wirklich die große Liebe ist mit Paula und diesem Arzt? Kümmer du dich mal um deine Angelegenheiten, ne? Mach ich, Tantchen, mach ich. Und was ist mit dem Garten? Nach dem Frühstück, oder? Frau Frohner! Ach, moin, Frau Doktor. Moin. Ich wollte gerade zu Ihnen. Ich wollte gerade zur Bank. Worum geht's denn? Ich wollte eine Reise nach Mallorca buchen. Eine Reise? Ja, was ist daran so komisch? Auf Mallorca. Ja, für 2 Personen. Für Sie und für Dr. Teschner. Ja, für wen denn sonst? Entschuldigen Sie, dass ich lache, aber die ist doch schon gebucht. Also, ach. Dr. Teschner hat bereits für Sie beide gebucht. Ich glaube, das sollte eine Überraschung werden. Die ist ihm auch gelungen. Wann denn? Nächste Woche. Nächste Woche? Und wie lange? Eine Woche. Ja, ist ein bisschen kurz, das habe ich auch gleich gesagt. Kann man da vielleicht so ein bisschen was dran drehen? Ja. Versuchen wir es mal. Moin, moin. Moin, Doktor. Ach, hört Sie, ich habe mir sicherheitshalber meinen Zucker neu einstellen lassen. Ja, ehe man sich wieder einen neuen Doktor gewöhnt, ne? Wo soll es denn hingehen? Geben Sie doch zu, dass Sie das längst wissen. Wieso denn das? Die Buschtrommeln. Ja, ich Ihnen trotzdem eine schöne Reise. Danke. Ich wusste gar nicht, dass ich... Hey, was ist denn los? Urlaub. Ah, hat Bertha also getratscht. Einmal wollte ich dich überraschen. Einmal. Hast du auch. Ich freue mich ganz toll. Obwohl, nur eine Woche. Unter Umständen kann ein kurzer Urlaub sehr erholsam sein. Ja, aber unter Umständen kann ein etwas längerer Urlaub noch erholsamer sein. Was ist das? Verlängerungswoche? Überraschung. Jetzt musst du mich durch die Luft wirbeln, wie im Film. Also Degels ist wirklich völlig verquatscht. Verzeiht, dass wir hier mal wegkommen. Hast du an eine Vertretung gedacht?
Krempel. Krempel? Na, der Bekannte von Paula, der junge Assistenzarzt. Der freut sich über jede Vertretung. Rat mal, wer sich noch freut. Ich weiß nicht. Paula. Ach, wo ist sie überhaupt? Sie holt ihn bereits. Jetzt schon? Na klar, der soll sich ruhig mal ein paar Tage hier einarbeiten. Guck mal, die Sellmannsche. Namen deren? Was treibt dich denn zu mir, hm? Ach du, ich hab ein Problem. Problem, dann setz dich erstmal. Ja, danke. So. Und um was geht das? Sag mal, hast du was gegen Potenz? Gegen Potenz? Was soll ich gegen Potenz haben? Kann man ja nur gratulieren. Ich brauch aber was gegen Potenz. Ach guck, du brauchst was gegen Potenz. Ja, wenn einen das so umhertreibt, du weißt doch Bescheid. Dich treibt's umher? Mich doch nicht, du Dösbattel. Ich rede doch von meinem Neffen, von dem Martin, der bei mir wohnt. Der schleicht immer so um die Kammer rum. Um deine Kammer? Nicht um meine, du Mors. Ich hab doch die kleine Paula bei mir wohnen. Ja, das ist ein hübsches Mädchen, da verstehe ich ihn. Du brauchst also, sagen wir mal, etwas Niederdrückendes. Genau. Aber so, dass er das nicht merkt, dass ich ihm das in Tee tun kann. Früher beim Militär hat man doch immer sowas gehabt. Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3. Ja, Soda oder sowas, ne? Das ist genau dasselbe, bloß Chemie. Und das ist ja nun nicht mein Feld, ne? Ja, gibt's denn da gar nichts Natürliches? Irgendeine Heilpflanze oder sowas? Na ja, die meisten Leute wollen ja das Gegenteil, nicht? Etwas Aufrichtendes, nicht? Aber ich müsste dann Sud ansetzen. Kaluna, Passiflora, Valiana und dann natürlich ein Schwung Lupulus. Lupulus? Hopfenzapfen. Hopfenzapfen? Hast du denn Hopfenzapfen? Ich hab Hopfenzapfen, aber ich muss ja erstmal Sud ansetzen und das dauert ja seine Zeit. Darf ich ihn? Na los, steig ein! Ja, Tante. Suchst du was Bestimmtes? Nö, wieso? Willst du zu Paula? Will ich, Tante. Und was willst du von ihr? Ich muss was mit ihr besprechen. Es ist wichtig. Gut. Dann komme ich mit. Bitte, ich habe keine Geheimnisse. Ja? Paula, entschuldige, wenn ich dich so überfalle. Zieh dir was an, Kind. Ja, nun sag schon. Ja, kann ich dein Auto für einen Tag haben? Ich will die Zwillinge holen. Und auf dem Motorrad, ja, das geht ja schlecht. Du willst die Zwillinge holen? Ja, Gabi, die Mutter, die will mit ihrem neuen Freund Urlaub machen und da hat sie mich gebeten. Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, und weil ich doch Ferien habe, da haben wir gedacht... Und für wie lange? So 14 Tage oder so. Und da fragst du mich gar nicht. Du hast mir doch immer Vorwürfe gemacht, dass ich mich nicht um die Kinder kümmere. Ich dachte, dir wäre es recht. Wenn du eine neue Batterie kaufst, kannst du meinen Wagen haben. Was glaubst du, warum ich mit dem Fahrrad fahre? Na, dann shit aber auch. Also für deine Kinder übernehme ich die Batterie. Danke, Hildchen. Naja, ist schon gut. Komm, was ist drauf? Ach, und die Schlüssel sind in meiner Tasche unten. Ich denke, ihr seid in den norwegischen Fjorden. Wir müssen uns schließlich noch von Oma verabschieden. Die ist sowieso sauer, dass wir nicht hier Urlaub machen. Womit sie nicht ganz unrecht. Ja, und der da hat auch keine Lust. Lust schon, aber... Bitte, bitte, keinen Streit. Ihr macht auch Urlaub, ne? Ja, Mallorca. Ah. Sag mal... Ja? Ist Lilly in der Praxis? Ja, wieso? Bist du krank? Nee, ich wollte nur mal sprechen. Ein Raten der Frauen. Aha. Bist du schwanger? Vielleicht. Aber nichts verraten, ja? Ehrenwort. Na, was ist denn mit der Kiste? Oh, ich weiß auch nicht. Ich schaue in den Motorraum wie ein Schwein ins Uhrwerk. Irgendwas klappert ganz tüchtig. Es klappert? Ja. Oh, vielleicht hast du sogar recht. Hm? Nur so.
besteht kein Zweifel. Du bist schwanger, das ist ganz eindeutig. 9. oder 10. Woche. Genau kann ich es noch nicht sagen. Freust du dich? Ja, klar, sehr. Obwohl ich nicht weiß, was Uwe dazu sagt. Mag er keine Kinder? Doch schon, aber kommt ja ein bisschen überraschend für ihn. Da muss er durch. Uwe? Ja? Komm mal her. Was ist denn? Wo kommst du? Freuen sich auf einen kleinen Pinguin. Pinguin? Hm? Norwegen. Ach, Norwegen. Und diese Kälte. Wenn sie nicht hier alles hätten. Wasser und alles. Ja, aber keinen kleinen Pinguin. Oh, Pinguin. Hey, schon. Hast du starke Nerven? Ja, natürlich. Ich musste nämlich was sagen. Was? Du bist schwanger. Ja. Nee. Doch. Nee. Ja! Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe dir doch immer gesagt, irgendwann komme ich hier an und dann wirst du solche Augen machen. Und dieser Tag ist heute? Ja. Weißt du noch, wie du damals mein Fahrrad geklaut hast? Sonst hätten wir uns ja nie kennengelernt. Du hast ja nie was gemerkt. Und trotzdem, heute ist es mir peinlich. Und? Hast du noch deine Kleptomanie? Kleptomanie? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, ich meine, klaust du noch? Kugelschreiber und so. Weißt du, manchmal erwische ich mich, dass ich was Fremdes in den Fingern habe. Aber dann lege ich es hin und renne einfach weg. Und du? Ich? So. Und der Jeep? Psst. Nicht so laut. Wenn es jemand hört. Bist du verrückt? Paula, entschuldige bitte, ich habe mich verspätet. Und entschuldige dich nicht immer zu, ich bin zu früh. Ich gratuliere dir und wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich danke dir. Oh, sind die schön. Darf ich Ihnen die Vase? Jo, danke. Danke. So, und die Karte. Jo, danke. Schön. Such dir was Schönes aus. Ja, aber nur, wenn du mein Gast bist. Ich habe dich eingeladen. Oh, komm, Paula. Immerhin verdanke ich dir diesen Job hier. Dann gehe ich nach Hause. Ja, okay, dann tendiere ich zu einem kleinen Krabbencocktail. Okay, dann nehme ich, ja? Chateaubriand. Chateaubriand, du gehst ja ganz schön ran. Mhm. Ist ja für zwei, du musst mitessen. Naja, ihr werdet streiten. Ich finde schön, dass du diesen Abend mit mir verbringst. Mit wem denn sonst? Martin? Es ist vorbei. Ich hab doch dich. Und du? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Es ist schon spät. Jetzt trinken wir erstmal Champagner. Und wo gehen wir hin? Zu meiner Oma können wir nicht, die ist wie ein Wachhund. Wollen wir im Auto schlafen? Oder auf einer Wiese? Und die Sterne zählen? Ein Stern, ein Kuss? Die ganze Nacht? Bis die Sonne aufkommt. Was machst du denn da? Ich hab Durst. So, dann mach mal die Augen zu. Warum denn? Mach mal die Augen zu. Zucken. Zum Geburtstag, auch wenn der nun schon ein halbes Jahr her ist. Schlimm? Ja, schlimm.
Aber ich wollte meinen Geburtstag gerne mit dir zusammen feiern. Tee anbieten? Ja, gerne. Ja, aber nun setz mal an, du, bevor das noch ein Unglück gibt. Ja. Dieser heiße Sommer, ne? Der macht ganz schön Kirre. Danke, Schwester Paula. Bitte. So, Herr Kollege, dann nehmen Sie mal Platz. Das ist jetzt Ihr Stuhl. Oh, noch nicht, danke, aber ich freue mich natürlich sehr, wenn es nur für eine Woche ist. Doch, nur setzen Sie sich, war ernst gemeint. Übrigens nicht eine Woche, sondern 2 Wochen. Wir sind 2 Wochen im Urlaub. Oh, na dann freue ich mich doppelt. Es wäre übrigens ganz günstig, wenn Sie hier wohnen könnten. Hier im Haus? Na, nicht direkt hier im Haus, aber vielleicht in Dekelsen. Frau Sellmann hat doch noch Zimmer frei. Ich würde dann doch lieber im Hotel. Sagen Sie, die Mühle, da müsste man doch... Ja, oder in Hanuschs Hotel. Danke, nee, das ist mir ein bisschen zu teuer. Ach, kommen Sie. Hanusch ist ein langjähriger Patient von mir. Bei dem können Sie fast umsonst wohnen, wenn Sie ihn hin und wieder mal ein bisschen abhorchen. Ach so, läuft das in Dekelsen? Naja, nicht ganz so. Übrigens, es wäre nett, wenn Sie ein paar Tage früher beginnen könnten. Na, ist schon jemand da? Sie sind seine erste Patientin. Sag mal, hat er gar keinen Doktortitel? Arzt kann man auch ohne sein. Früher gab's das nicht. Frau Bellmann, bitte. Sellmann, sehe ich aus wie ein Dackel? Entschuldigung. Ja, bitte. Danke, danke. Was kann ich für Sie tun? Was fehlt Ihnen? Ach, nichts Besonderes. Das Übliche. Das Übliche? Naja, ich habe manchmal ein bisschen Sodbrennen. Ja, dann werde ich Sie mal untersuchen. Gefällt es Ihnen in Dekelsen? Ja, gut. Und sind Sie gut untergebracht? Auch gut, danke. Ja, wieso? Nur so. Schwester Paula hat Ihnen sicher von mir erzählt. Die wohnt nämlich bei mir. Ich habe sehr schöne Zimmer. Ja, wenn Sie dann bitte ins Behandlungszimmer gehen würden und den Oberkörper freimachen? Warum das denn? Ja, soll ich Sie nun untersuchen oder nicht? Sie wohnen doch nicht etwa bei Hanusch im Hotel. Frau Bellmann. Sellmann, ich gehe ja schon. Aber ich denke, Sie haben Magenbeschwerden. Soll ich Ihnen was verschreiben? Nee, danke, danke. Gut gemeint. Aber ich nehme Schafgarbe und Sauerklee. Sauerklee? Ja, aber nicht getrocknet. In frischem Zustand. Mhm. Woher haben Sie denn diese Weisheiten? Von Herrn Hinnerksen. Der versteht sich nämlich auf sowas. Der hat schon manch einen geholfen. Moin, moin. Moin. Was gibt's denn da so Interessantes? Nichts Besonderes, Frau Matthiesen. Nur das Schild von Herrn Dr. Teschners Vertretung. Also so geht das nicht. Was geht denn so nicht, Olga? Nee, seid noch, kommt weg. Da kleben die schon ihr anderes Schild dran. Ach, Uli. Hoffentlich kommt nicht wieder was dazwischen mit eurem Urlaub. Ja, Olga, dann pass auf, dass du nicht krank wirst. Ja. Ich muss noch ein paar Hausbesuche machen. Tschüss. Tschüss. Sie können dann den Nächsten reinschicken, Schwester Paula. Sie? Sind wir jetzt wieder per Sie? Komm, Paula, das war so ausgemacht. In der Praxis sitzen wir uns. Ach, nach der Devise Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Mhm. Das ist schon manchmal ein merkwürdiger Kauz. Sagen Sie, Schwester Paula, sind in dieser Gegend alle so merkwürdig? Wie wer? Wie ich? Ach, wie diese Frau Sellmann. Die ist nicht merkwürdig, die ist einfach neugierig. Und dieser Hinnerksen? Der ist das Unikum von Dekelsen, nennt sich Kräuterdoktor. Ach, so eine Art Naturheiler. Hätte ich mir hier die Vertretung sparen können. Hinnerksen hat schon seine Qualitäten. Dann sei mal nicht so ungeduldig, es werden schon noch Patienten kommen. Und Sie müssen mich nicht trösten? Nein. Nein. Hm. Was ist denn das? Eine Einladung. Eine Einladung? Ah, Krempel. Wie? Das Geburtstag? Ehrlich? Dann ich gratuliere. Sie sind der Neue. Wie war denn gleich der Name? Ja, Krempel. Wie altes Zeug. Oh, oh, oh. Dr. Teschner will nachher selber noch mal nach Ihnen sehen. Ah ja? Sie hat eine Schilddrüsenoperation? Ja, aber es ist alles in Ordnung. Keine Beschwerden? Nein, keine Beschwerden. Und außerdem will ja Herr Dr. Teschner noch mal vorbeigucken. Ich will Sie nicht damit belasten. Aber ich bekomme von Ihnen 80 Mark.
Ja, die bekommen Sie. Dankeschön. Ich bedanke mich. Sind die für Olga Mathisen? Nein. Ah, ja. Schönen Gruß an Olga. Die sind gratis. Ja, danke. Bitte. Noch was. Sollten Sie Probleme gesundheitlicher Art haben, Sie können sich selbstverständlich jederzeit an mich wenden, wenn Dr. Tescher nicht da ist. Danke Ihnen, Herr Schiff. Wiedersehen. Selbstverständlich, ja, natürlich. Hallo, ich grüße meinen alten Arbeitgeber. Hallo, Henna. Ja, Henna, du hast dir mal rausgemacht. Sag mal, willst du wieder bei uns anfangen? Ah, noch bin ich ja nicht fertig. Scheint aber ganz gut zu gehen beim Bund. Oder hast du etwa im Lotto gewonnen? Nett, dass du bei uns vorbeischaust. Na komm rein, Henna. Ich mach dir Kaffee, wie in alten Zeiten. Hm? Kaffee ein andern Mal. Erstmal brauchst du einen Rosenstrauß, wie der Typ da hinten. Rosen? Oh, von mir kannst du 1000 rote Rosen bekommen. Ja. Los. Heidmann, war das eben nicht Henna Bolt? Können Sie mir sagen, wie dieser Schnösel zu so einem Auto kommt? Hm? Vielleicht eine Erbschaft oder reiche Freunde. Ja? Aber bestimmt nicht vom Wehrsold. Vielleicht im Lotto gewonnen. Schön, danke. Und, wie geht's dir? Es geht so. Und dir? Ha, siehst du doch. Warum hast du mir nie geschrieben? Ja, schreiben. Du weißt doch, ich schreibe nicht gern. Und? Hast du einen anderen? Nein. Na, was ist jetzt? Machen wir eine Spritztour oder nicht? Hey, warte, Mann. Ich muss mir doch noch was anziehen. Ich schwimm doch noch eine Runde. Ja, okay, aber beeil dich. Mensch, was schläfst du denn alles mit hier rum? Vielleicht kriegen wir ja Hunger oder Durst? Ach, Durst? Hab ich was. Ui, Champagner ist ja toll. Meinetwegen. Ach, red doch keinen Unsinn. Na, passt dann. Ach, hast du Unglück. Was müssen wir nicht alles ertragen in unserem Alter? Kommen Sie, Herr Bürgermeister, ich helfe Ihnen raus. Ja, danke. Geht's? Ja, danke. Doch, da hinten steht er. Ja, ja. Und Sie sind sicher, es war ein Jeep? Ich bin sicher, es war ein Jeep. Ja, und Kraftfahrzeugnummer oder Typ haben Sie sich nicht zufällig gemerkt? Mein Gott, was soll ich mir denn noch alles gemerkt haben? Das war ein Jeep, das war ein roter Jeep, Mensch. Ein Jeep. Ein roter Jeep. Ein roter Jeep. Dann konnten wir nicht unsere Pellkartoffeln essen. Ich hätte mal Tischgebet gesprochen, aber nein. Setzen Sie sich doch bitte noch mal. Ich möchte den Blutdruck messen. Ach, das brauchen Sie nicht, der ist hoch. Ich möchte ihn trotzdem messen. Ja, das ist auch kein Wunder. Ja, sehen Sie, Frau Doktor, so ist es. Der da oben winkt jetzt immer öfter. Hat Uli schon angerufen? Nein. Dann fahren wir jetzt hin. Oh ja, ich komme mit. Sie bleiben hier. Ich muss den Blutdruck noch messen. Wie geht's ihr? Sie schläft jetzt. Und? Ein Schädelbruch, aber es besteht keine Gefahr mehr. Komm. Und, seid ihr in Ordnung? Mit uns ist nichts. Ach, ich danke dir, Uli. Ich brauch doch meine Oma noch gerade jetzt. Ich war früher manchmal so ein Miststück zu dir. Ja. Schon gut. Danke. Kommt.
werde das Gefühl nicht los, dass die Leute mich nicht für voll nehmen. Wenn du nicht deinen Titel vorm Namen hast, dann kannst du eh gleich... Dr. Teschner und Frau Dr. Schwarzenberg hatten am Anfang auch ihre Schwierigkeiten. Ja, aber die waren Doktor. Ja, du musst einfach ein bisschen Geduld haben. Nu, Herr Kollege, Sie sind ja noch da. Ja, sollen wir uns umziehen? Brauche ich jetzt noch? Nein, nein, ist ja längst Feierabend. Wie geht's denn Olga? Naja, Glück im Unglück. Schädelbruch. Und den Bürgermeister? Kann ich nicht sagen. Lilly, also Frau Dr. Schwarzenberg, untersucht ihn gerade. Also dann, tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Hallo. Hallo. Was ist denn mit Eckholm? Eine leichte Schnittverletzung am Kopf. Schaut doch noch mal nach ihm. Freut er sich. Okay. Gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss. Stimmt, wir fahren nicht. Wir können doch jetzt nicht weg. Wir sind ja auch nicht gefahren, als es Jensen schlecht ging. Traurig? Geht's dir gut? Dir nicht? Paula, nimmst du nun eigentlich die Pille oder nimmst du sie nicht? Hä? Nein, ich vertrage sie nicht besonders. Wie, du verträgst sie nicht besonders? Ich weiß auch nicht. Und wenn du ein Kind bekommst? Und wenn ich eins will? Ja, Paula, die... Ich denke, du liebst mich. Ja. Und dein Studium? Das geht auch mit Kind. Paula, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich meine, ich finde das unverantwortlich, ehrlich. Ich nicht. Ja, entschuldige, ich muss dann los. Ich hab's zu tun. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und lern schön. Eine Menge Leute drängten sich vor dem Zirkuszelt und vor dem Schalter hatte sich eine lange Schlange gebildet. Aber schließlich war Pippi an der Reihe. Sie steckte ihren Kopf in den Schalter, guckte starr die alte nette Dame an, die da saß und sagte, wie viel kostet es, dich anzuschauen? Aber die alte Dame war Ausländerin und verstand nicht, was Pippi meinte, sondern antwortete, kleines... Halt! Halt! Niemand kommt umsonst in unsere Manege. Was muss ich bezahlen? Was muss ich bezahlen? 3 Mark, hä? Hol mal 3 Mark. Oh Gott. 3 Mark. 1, 2, 3. Das sind sie also, deine Zwillinge? Ja, das sind sie also, meine Zwillinge. Christian und Christoph. Und wer ist wer? Das ist Christoph und das ist Christian. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Hm. Hallo, ich bin Paula. Hallo. Oder sollen sie dich lieber Tante Paula nennen? Weil mich nennen sie auch immer Onkel. Onkel Martin. Sie müssen sich erst dran gewöhnen, dass ich ihr Vater bin. Wie war die Fahrt? Gut. Danke für das Auto. Bitte. So, geht mal schaukeln. Jetzt möchtest du am liebsten auch Zwillinge, oder? Kriegt aber nicht jeder. Weiß man's? Martin! Ja! Unterhalten wird man sich ja wohl noch dürfen, oder? Ich hab drinnen einen Korb mit Erdbeeren. Vielleicht macht Paula ja auch ein paar. Ne? Ja, ich komme dann auch gleich nach Haus. Ich hab die Nase voll. Machst du uns einen schönen Salat? Die klingelt schon wieder. Bis gleich. Tschüss. Ja, ich komme ja. Moment! Ach du lieber Gott. Katastrophen, Monika. Na, was ist passiert? Können wir Sie kurz sprechen? Ich habe zwar keine Sprechstunde mehr, aber wenn ich eure Gesichter sehe, dann muss ich wohl zu sprechen sein. Kommt rein. Es tut uns leid. Ah, was tut euch diesmal leid? Der Unfall. Was habt ihr den verzapft? Sag mal, tickt ihr noch richtig und da haut ihr einfach ab? Olga Mattisen hätte tot sein können. Wir haben das doch alles nicht gewollt. Ach, nicht gewollt, nicht gewollt. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Also ich dachte, wenigstens du wirst mal erwachsen, Hennerbold. Da baut ihr einen Unfall und haut einfach ab. Das ist doch kein Kavaliersdelikt. Los, du rufst jetzt die Polizei. Na, Degeseln 4728. Thank you.
Also ich verstehe überhaupt nichts. Jetzt mal in Ruhe und der Reihe nach, bitte. Es ist doch alles meinetwegen mit dem Auto und alles. Er hat doch die ganze Zeit nicht geschrieben und dann wollte er es wieder gut machen und dann hat er das Auto geklaut. Was, Blödsinn? Was, das Auto ist auch noch gestohlen? Nein, nein, nicht direkt. Also erst die Geschichte mit dem Fahrrad, dann wird ein Auto geklaut, demnächst entführt ein Flugzeug oder raubt eine Bank aus, was? Ja, rein! Moin, Herr Doktor. Moin, moin. Ah, hier stecken wir also. Ihre Fahrzeugpapiere bitte, Herr Bold. Sie gestanden, Herr Doktor? Ja. Sie geben zu, dass Sie der Verursacher des Unfalls sind. Damals kannten wir uns noch nicht. Tja, wenigstens war es eine schöne Nachfeier, hm? War? Ich würde heute Nacht gerne hier bleiben. Ja, ich schmeiß dich nicht raus, aber ich hab, ja, diese Dinger da nicht. Stotterst du denn hier rum? Diese Verhüter ließ. Ja, genau. Brauchst du auch nicht. Brauch ich nicht? Nein. Brauchst du nicht. Wollen wir hier frühstücken? Lass uns in der Praxis einen Kaffee trinken. Oder einen Tee. Oder einen Tee. Geben sich keine Mühe, Herr Wohlfahrt. Aber es wäre die Chance für Sie. Es wäre das Comeback. Stellen Sie sich doch vor, 3 Wochen auf Tournee. Und Sie haben die Rolle früher schon gesungen. Ach. Und Ihre Stimme ist noch genauso gut wie in den alten Zeiten. Nein, nein. Also? Ach. Eine solche Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Barbara. Ich kann einfach nicht verstehen, dass Sie Ihr Talent so verkümmern lassen. Ach, Talent, Talent. Um ein Hotel zu führen, braucht man auch Talent. Und wenn ich mit Ihrem Mann spreche? Ja, den lassen Sie mal aus dem Spiel, der hat für andere Dinge Talent. Barbara. Guten Morgen, Bruno. Ich denke, du bist in Hamburg. Ja, das bin ich auch. Ah ja? Nee, ich meine, ich fahre jetzt nach Hamburg. Warum hast du im Hotel geschlafen? Na, ich wollte mal sehen, ob hier alles soweit in Ordnung ist. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Kümmer du dich mal um die Baufirma. Ja, darum fahre ich ja jetzt nach Hamburg. Denn das ist ja alles in Ordnung. War sie das? Bitte? War die Dame? Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Nein? Nein. Ich fahre dann jetzt also nach Hamburg. Tschüss, bis heute Abend. Ja, bis morgen früh. Wo fahren wir eigentlich hin? Ach, einfach so. Einfach so durch die Gegend? Ja. Oder willst du irgendwo hin? Nein. Sag mal, lässt du mich mal fahren? Na, kannst du denn? Kannst du es mir zeigen? Na klar kann ich. Aber nicht hier auf der Straße. Hast du denn überhaupt Ahnung, wie das geht? Links ist die Kupplung und rechts ist das Gas. Richtig? Richtig. Und in der Mitte ist die Bremse. Okay, alles klar. Ja, lass uns wechseln. Nicht unbedingt mitpellen. Etwas körperliche Arbeit kann mir nicht schaden. Körperliche Arbeit? Was ich esse, pell ich auch. Zumindest die Kartoffeln. Ach Mann, wieso pellt ihr denn Kartoffeln? Wir haben euch doch zum Essen eingeladen. Ach so. Ja, muss das sein? Ja, das muss sein. Das ist ein besonderer Anlass. Ach, wollt ihr etwa mit uns feiern, weil ihr in Norwegen Urlaub macht? So, davon kannst du heute Abend Bratkartoffeln machen. Wir haben extra einen Tisch bestellt in der Schleiplade. Ah, da gibt's ja neuerdings auch Bier vom Fass. Das stimmt. Das war bravo. Na nun, was habt ihr denn vor? Die jungen Leute haben uns zum Essen eingeladen. Ja, ich bin gespannt, was es gibt. Warum denn das? Das ist unser süßes Geheimnis. Na dann, viel Spaß. Ja,
Das ist eine ganz normale Bindehautentzündung. Normal ist gut. Ich meine klassisch. Das ist eine klassische Bindehautentzündung. Klassisch, auch gut. Ich meine, es ist nichts Gravierendes. Aber es tränt doch so. Ja, das pflegt ja dann auch so zu sein bei einer klassischen Bindehautentzündung. Dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Das kriegen wir mit Augentropfen schon wieder hin. Sehen wir uns in 3 Tagen wieder und dann gucke ich mir das nochmal an. Gehen Sie mir aber nicht zwischendurch zu diesem Herrn Hinnerksen, ja? Mhm. Okay. Sehr bequem ist Ihr Auto aber nicht, Herr Kuss. Ist zwar schon fast ein Oldtimer, aber dafür sparsam. Seit wann interessierst du dich für Autos, Albert? Ja, immer wenn meine Wirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen ist. Wenn wir erstmal reich sind, kaufen wir uns einen Superschlitten, ne? Ja, wenn wir mal reich sind. Wow, ich kann Auto fahren! Mann! Sau. Vergiss nicht zu lenken, Monika. Fahr nicht so schnell. Hey, du, red mir nicht rein. Achso, bin ich verheiratet. Entschuldigung. Ich freue mich immer wieder an unsere schönen Heimat. Ich glaube, die hat der liebe Gott am Sonntag nach dem Frühstück gemacht. Und du rast nicht so. Ich rast doch nicht. Immer schön nach vorne gucken, das Lenkrad gerade halten und das Gaspedal ganz ruhig bewegen. Genau, Stück weiter. Achtung, Auto! Halt an! Bist du wahnsinnig? Halt sofort an! Olga? Oh mein Gott, das will, was ist denn? Was ist denn passiert? Na, ist denn alles okay? Ja, ja. Oh mein Vorsichtig. Gott. Hilfe! Sie sind ja doch noch da, Herr Doktor, wenn ich das gewusst hätte. Mir drehen nämlich die Augen so und der andere Doktor sagt, ich hätte eine Bindehautentzündung. Na, dann wird's bloß so sein. Moin. Moin. Ist Dr. Teschner dann wieder krank? Was? Dr. Teschner? Ja. Ein Unfall. Ja, Dr. Teschner. Was, Olga Madison? Ja, ich komme sofort. Olga, dein Unfall. Und Eckholm? Halt jetzt endlich an! Dana, lass uns nicht zurückfahren. Weißt du, was das ist? Weißt du das? Sie haben uns doch gar nicht erkannt und vielleicht ist nichts passiert. Und nichts passiert, nicht erkannt. Fahrerflucht ist das. Fahrerflucht. Komm, wir fahren weiter. Was redest du denn? Das war Olga Mathiesen. Steig jetzt aus! Ich bin an allem schuld. Du hast das alles nur für mich gemacht. Dann sage ich Ihnen, dass ich gefahren bin. Schuld bin ich so und so. Ich will nicht, dass du in den Knast gehst. Lieber gehe ich selber in den Knast. Ich liebe dich doch. Komm, lass uns doch mal überlegen. Komm mit in die Klinik. Seid ihr in Ordnung? Ja, machen Sie sich um uns keine Sorgen. Geht aber zu Lilly und lasst euch in der Praxis nochmal untersuchen. Ist gut. Und alles normal. Sie mir sagen, wie dieser Schnösel zu so einem Auto kommt? Hm? Vielleicht eine Erbschaft oder reiche Freunde. Ja? Aber bestimmt nicht vom Wehrsold. Vielleicht im Lotto gewonnen. Schön, danke. Und, wie geht's dir? Es geht so. Und dir? Ha, siehst du doch. Warum hast du mir nie geschrieben? Ja, schreiben. Du weißt doch, ich schreibe nicht gern. Und? Hast du einen anderen? Nein. Na, was ist jetzt? Machen wir eine Spritztour oder nicht? Hey, warte, Mann. Ich muss mir doch noch was anziehen. Ich schwimm doch noch eine Runde. Ja, okay, aber beeil dich. Hey,
Mensch, was schläfst du denn alles mit hier rum? Vielleicht kriegen wir ja Hunger oder Durst? Ha, den Durst. Hab ich was. Ui, Champagner ist ja toll. Na los, steig ein. Martin? Ja, Tante? Suchst du was Bestimmtes? Nö, wieso? Willst du zu Paula? Will ich, Tante. Und was willst du von ihr? Ich muss was mit ihr besprechen, es ist wichtig. Gut, dann komme ich mit. Bitte, ich habe keine Geheimnisse. Ja? Paula, entschuldige, wenn ich dich so überfalle. Zieh dir was an, Kind. Ja, nun sag schon. Ja, kann ich dein Auto für einen Tag haben? Ich will die Zwillinge holen und auf dem Motorrad, ja, das geht ja schlecht. Du willst die Zwillinge holen? Ja, Gabi, die Mutter, die will mit ihrem neuen Freund Urlaub machen und da hat sie mich gebeten. Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, und weil ich doch Ferien habe, da haben wir gedacht... Und für wie lange? So 14 Tage oder so. Und da fragst du mich gar nicht. Du hast mir doch immer Vorwürfe gemacht, dass ich mich nicht um die Kinder kümmere. Ich dachte, dir wäre es recht. Wenn du eine neue Batterie kaufst, kannst du meinen Wagen haben. Was glaubst du, warum ich mit dem Fahrrad fahre? Hm. Ja, dann shit aber auch. Also für deine Kinder übernehme ich die Batterie. Danke, Hildchen. Naja, ist schon gut. Komm, mach das drauf. Ach, und die Schlüssel sind in meiner Tasche unten. Ich denke, ihr seid in den norwegischen Fjorden. Wir müssen uns schließlich noch von Oma verabschieden. Die ist sowieso sauer, dass wir nicht hier Urlaub machen. Womit sie nicht ganz unrecht hat. Ah, und der da hat auch keine Lust. Lust schon, aber... Bitte, bitte, keinen Streit. Ihr macht auch Urlaub, ne? Ja, Mallorca. Ah. Sag mal... Ja? Ist Lilly in der Praxis? Ja, wieso? Bist du krank? Nee, ich wollte nur mal sprechen. Ein Raten der Frauen. Aha. Bist du schwanger? Vielleicht. Aber nichts verraten, ja? Ehrenwort. Na, was ist denn mit der Kiste? Oh, ich weiß auch nicht. Ich schaue in den Motorraum wie ein Schwein ins Uhrwerk. Irgendwas klappert ganz tüchtig. Es klappert? Ja. Oh, vielleicht hast du sogar recht. Hä? Nur so. Es besteht kein Zweifel. Du bist schwanger, das ist ganz eindeutig. 9. oder 10. Woche. Genau kann ich es noch nicht sagen. Freust du dich? Ja, klar, sehr. Obwohl ich nicht weiß, was Uwe dazu sagt. Mag er keine Kinder? Doch schon, aber kommt ja ein bisschen überraschend für ihn. Da muss er durch. Uwe? Ja? Komm mal her. Was ist denn? Wo kommst du? Was haben die denn? Die freuen sich auf einen kleinen Pinguin. Pinguin? Hm. Norwegen. Ach, Norwegen. Und diese Kälte. Als wenn sie nicht hier alles hätten. Wasser. Und alles. Ja, aber keinen kleinen Pinguin. Oh, Pinguin. Das geht schon. Hast du starke Nerven? Ja, natürlich. Ich musste nämlich was sagen. Was? Du bist schwanger. Ja. Nee. Doch. Nee. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hab dir doch immer gesagt. Irgendwann komme ich hier an und dann wirst du solche Augen machen. Und dieser Tag ist heute? Ja. Weißt du noch, wie du damals mein Fahrrad geklaut hast? Sonst hätten wir uns ja nie kennengelernt. Du hast ja nie was gemerkt. Und trotzdem, heute ist es mir peinlich. Und? Hast du noch deine Kleptomanie? Kleptomanie? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, ich meine, klaust du noch? Kugelschreiber und so. Weißt du,
Manchmal erwische ich mich, dass ich was Fremdes in den Fingern habe. Aber dann lege ich es hin und renne einfach weg. Und du? Ich? So. Und der Jeep? Psst. Nicht so laut. Wenn es jemand hört. Bist du verrückt? Paula, entschuldige bitte, ich habe mich verspätet. Nur entschuldige dich nicht immer zu, ich bin zu früh. Ich gratuliere dir, wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich danke dir. Oh, sind die schön. Darf ich in die Vase? Jo, danke. Danke. So, und die Karten. Danke. Schön. Such dir was Schönes aus. Ja, aber nur, wenn du mein Gast bist. Ich habe dich eingeladen. Oh, komm, Paula. Immerhin verdanke ich dir diesen Job hier. Dann gehe ich nach Hause. Ja, okay, dann tendiere ich zu einem kleinen Krabbencocktail. Okay, dann nehme ich Chateaubriand. Chateaubriand, du gehst ja ganz schön ran. Mhm. Ist ja für zwei, du musst mitessen. Naja, ihr werdet streiten. Ich finde es schön, dass du diesen Abend mit mir verbringst. Mit wem denn sonst? Martin? Es ist vorbei. Ich hab doch dich. Frierst du? Und du? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Es ist schon spät. Jetzt trinken wir erstmal Champagner. Und wo gehen wir hin? Zu meiner Oma können wir nicht, die ist wie ein Wachhund. Wollen wir im Auto schlafen? Oder auf einer Wiese? Die Sterne zählen? Ein Stern, ein Kuss? Die ganze Nacht? Bis die Sonne aufgeht. Was machst du denn da? Ich hab Durst. So, dann mach mal die Augen zu. Warum denn? Mach mal die Augen zu. 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 Die ist zum Geburtstag, auch wenn der nun schon ein halbes Jahr her ist. Schlimm? Ja, schlimm. Aber ich wollte meinen Geburtstag gerne mit dir zusammen feiern. Und damals kannten wir uns noch nicht. Tja, wenigstens war es eine schöne Nachfeier. Hm? War? Ich würde heute Nacht gerne hierbleiben. Ja, Ich schmeiß dich nicht raus, aber ich hab, diese Dinger da nicht. Stotterst du denn hier rum? Diese Verhüter ließ. Ja, genau. Brauchst du auch nicht. Brauch ich nicht? Nein. Brauchst du nicht. Wollen wir hier Frühstück? Lass uns in der Praxis einen Kaffee trinken. Oder einen Tee. Oder einen Tee. Geben sich keine Mühe, Herr Wohlfahrt. Aber es wäre die Chance für Sie. Es wäre das Comeback. Stellen Sie sich doch vor, 3 Wochen auf Tournee. Und Sie haben die Rolle früher schon gesungen. Ach. Und Ihre Stimme ist noch genauso gut wie in den alten Zeiten. Nein, nein. Also? Ach. Eine solche Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Barbara. Ich kann einfach nicht verstehen, dass Sie Ihr Talent so verkümmern lassen. Ach, Talent, Talent. Um ein Hotel zu führen, braucht man auch Talent. Und wenn ich mit Ihrem Mann spreche? Ja, den lassen Sie mal aus dem Spiel, der hat für andere Dinge Talent. Barbara. Guten Morgen, Bruno. Ich denke, du bist in Hamburg. Ja, das bin ich auch. Ah ja? Nee, ich meine, ich fahre jetzt nach Hamburg. Warum hast du im Hotel geschlafen? Na, ich wollte mal sehen, ob hier alles soweit in Ordnung ist. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Kümmer du dich mal um die Baufirma. Ja, darum fahre ich ja jetzt nach Hamburg. Denn das ist ja alles in Ordnung. War sie das? Bitte? Ja, die Dame. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Nein? Nein. Ich fahre dann jetzt also nach Hamburg.
Tschüss, bis heute Abend. Ja, bis morgen früh. Wo fahren wir eigentlich hin? Ach, einfach so. Einfach so durch die Gegend? Ja. Oder willst du irgendwo hin? Nein. Sag mal, lässt du mich mal fahren? Na, kannst du denn? Kannst du es mir zeigen? Na klar kann ich. Aber nicht hier auf der Straße. Hast du denn überhaupt Ahnung, wie das geht? Links ist die Kupplung und rechts ist das Gas. Richtig? Richtig. Und in der Mitte ist die Bremse. Okay, alles klar. Ja, lass uns wechseln. Nicht unbedingt mitpellen. Etwas körperliche Arbeit kann mir nicht schaden. Körperliche Arbeit? Was ich esse, pell ich auch. Zumindest die Kartoffeln. Ach Mann, wieso pellt ihr denn Kartoffeln? Wir haben euch doch zum Essen eingeladen. Ach so. Ja, muss das sein? Ja, das muss sein. Das ist ein besonderer Anlass. Ach, wollt ihr etwa mit uns feiern, weil ihr in Norwegen Urlaub macht? So, davon kannst du heute Abend Bratkartoffeln machen. Wir haben extra einen Tisch bestellt in der Schleiplade. Ah, da gibt's ja neuerdings auch Bier vom Fass. Das stimmt. Das war bravo. Na nun, was habt ihr denn vor? Die jungen Leute haben uns zum Essen eingeladen. Ja, ich bin gespannt, was es gibt. Warum denn das? Das ist unser süßes Geheimnis. Na dann, viel Spaß. Ja, das ist eine ganz normale Bindehautentzündung. Normal ist gut. Ich meine klassisch, das ist eine klassische Bindehautentzündung. Klassisch, auch gut. Ich meine, es ist nichts Gravierendes. Aber es tränt doch so. Ja, das pflegt ja dann auch so zu sein bei einer klassischen Bindehautentzündung. Dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Das kriegen wir mit Augentropfen schon wieder hin. Sehen wir uns in 3 Tagen wieder und dann gucke ich mir das nochmal an. Gehen Sie mir aber nicht zwischendurch zu diesem Herrn Hinnerksen, ja? Mhm. Okay. Sehr bequem ist Ihr Auto aber nicht, Herr Kuss. Ist zwar schon fast ein Oldtimer, aber dafür sparsam. Seit wann interessierst du dich für Autos, Albert? Ja, immer wenn meine Wirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen ist. Wenn wir erstmal reich sind, kaufen wir uns einen Superschlitten, ne? Ja, wenn wir mal reich sind. Wow, ich kann Auto fahren! Mann! Sau. Vergiss nicht zu lenken, Monika. Fahr nicht so schnell. Hey, du, red mir nicht rein! Bin ich verheiratet? Entschuldigung. Ich freue mich immer wieder an unserer schönen Heimat. Ich glaube, die hat der liebe Gott am Sonntag nach dem Frühstück gemacht. Und du rast nicht so. Ich rast doch nicht. Immer schön nach vorne gucken, das Lenkrad gerade halten und das Gaspedal ganz ruhig bewegen. Genau, Stück weiter. Achtung, Auto! Halt an! Bist du wahnsinnig? Halt sofort an! Olga? Oh mein Gott, das will, was ist denn? Was ist denn passiert? Ist denn alles okay? Ja, ja. Oh mein Vorsichtig. Gott. Hilfe! Sie sind ja doch noch da, Herr Doktor, wenn ich das gewusst hätte. Mir drehen nämlich die Augen so und der andere Doktor sagt, ich hätte eine Bindehautentzündung. Na, dann wird's nur so sein. Moin. Moin. Ist Dr. Teschert, Andreas Krempel? Was? Dr. Teschert? Ein Unfall. Ja, Dr. Teschner. Was, Olga Madison? Ja, ich komme sofort. Olga, dein Unfall. Und Eckholm? Halt jetzt endlich an! Dana, lass uns nicht zurückfahren. Weißt du, was das ist? Weißt du das? Sie haben uns doch gar nicht erkannt und vielleicht ist nichts passiert. Nichts passiert, nicht erkannt. Fahrerflucht ist das. Fahrerflucht. Komm, wir fahren weiter. Was redest du denn? Das war Olga Mathiesen. Steig jetzt aus.
sage ich Ihnen, dass ich gefahren bin. Schuld bin ich so und so. Ich will nicht, dass du in den Knast gehst. Lieber gehe ich selber in den Knast. Ich liebe dich doch. Komm, lass uns doch mal überlegen. Fahr mit in die Klinik. Seid ihr in Ordnung? Ja, machen Sie sich um uns keine Sorgen. Geht aber zu Lilly und lasst euch in der Praxis nochmal untersuchen. Ist gut. Und alles nur meinetwegen. Ach, red doch keinen Unsinn. Na, passt doch. Ach, hast du Unglück. Was müssen wir nicht alles ertragen in unserem Alter? Kommen Sie, Herr Bürgermeister, ich helfe Ihnen raus. Ja, danke. Geht's? Ja, danke. Doch, da hinten steht er. Ja, ja. Und Sie sind sicher, es war ein Jeep? Ich bin sicher, es war ein Jeep. Ja, und Kraftfahrzeugnummer oder Typ haben Sie sich nicht zufällig gemerkt? Mein Gott, was soll ich mir denn noch alles gemerkt haben? Das war ein Jeep, das war ein roter Jeep, Mensch. Ein Jeep. Ein roter Jeep. Ein roter Jeep. Na, konnten wir nicht unsere Pellkartoffeln essen? Ich hätte mal ein Tischgebet gesprochen, aber nein. Setzen Sie sich doch bitte noch mal. Ich möchte den Blutdruck messen. Ach, jetzt brauchen Sie nicht, der ist hoch. Ich möchte ihn trotzdem messen. Ja, das ist auch kein Wunder. Ja, sehen Sie, Frau Doktor, so ist es. Der da oben winkt jetzt immer öfter. Hat Uli schon angerufen? Nein. Dann fahren wir jetzt hin. Oh ja, ich komme mit. Sie bleiben hier. Ich muss den Blutdruck noch messen. Wie geht's ihr? Sie schläft jetzt. Und? Ein Schädelbruch, aber es besteht keine Gefahr mehr. Komm. Und, seid ihr in Ordnung? Mit uns ist nichts. Ach, ich danke dir, Uli. Ich brauch doch meine Oma noch gerade jetzt. Ich war früher manchmal so ein Miststück zu dir. Ja. Schon gut. Danke. Kommt. Das Gefühl nicht los, dass die Leute mich nicht für voll nehmen. Wenn du nicht deinen Titel vorm Namen hast, dann kannst du eh gleich... Ach komm, Dr. Teschner und Frau Dr. Schwarzenberg hatten am Anfang auch ihre Schwierigkeiten. Ja, aber die waren Doktor. Ja, du musst einfach ein bisschen Geduld haben. Nu, Herr Kollege, Sie sind ja noch da. Ja, sollen wir uns umziehen? Brauchen Sie uns noch? Nein, nein, ist ja längst Feierabend. Wie geht's denn Olga? Naja, Glück im Unglück. Schädelbruch. Und dem Bürgermeister? Kann ich nicht sagen. Lilly, also Frau Dr. Schwarzenberg, untersucht ihn gerade. Also dann, tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Hallo. Hallo. Was ist denn mit Eckholm? Eine leichte Schnittverletzung am Kopf. Schaut doch noch mal nach ihm. Freut er sich. Okay. Gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss. Stimmt, wir fahren nicht. Wir können doch jetzt nicht weg. Wir sind ja auch nicht gefahren, als es Jensen schlecht ging. Traurig? Mhm. Geht's dir gut? Dir nicht? Paula, nimmst du nun eigentlich die Pille oder nimmst du sie nicht? Hä? Nein, ich vertrag sie nicht besonders. Wie, du verträgst sie nicht besonders? Ich weiß auch nicht. Und wenn du ein Kind bekommst? Und wenn ich eins will? Ja, Paula, wie... Ich denke, du liebst mich. Ja. Und dein Studium? Das geht auch mit, Kind. Paula, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich meine, ich finde das unverantwortlich, ehrlich. Ich nicht. Ja, entschuldige, ich muss dann los. Ich hab's zu tun. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und lern schön. Eine Menge Leute drängten sich vor dem Zirkuszelt und vor dem Schalter hatte sich eine lange Schlange gebildet. Aber schließlich war Pippi an der Reihe. Sie steckte ihren Kopf in den Schalter
guckte starr die alte nette Dame an, die da saß und sagte, wie viel kostet es, dich anzuschauen? Aber die alte Dame war Ausländerin und verstand nicht, was Pippi meinte, sondern antwortete, kleines... Halt! Halt! Niemand kommt umsonst in unsere Manege. Was muss ich bezahlen? Was muss ich bezahlen? 3 Mark, hä? Hol mal 3 Mark. Oh Gott. 3 Mark. 1, 2, 3. Das sind sie also, deine Zwillinge? Ja, das sind sie also, meine Zwillinge. Christian und Christoph. Und wer ist wer? Das ist Christoph und das ist Christian. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Hallo, ich bin Paula. Hallo. Oder sollen Sie dich lieber Tante Paula nennen? Weil mich nennen Sie auch immer Onkel. Onkel Martin. Sie müssen sich erst dran gewöhnen, dass ich Ihr Vater bin. Wie war die Fahrt? Gut. Danke für das Auto. Bitte. So, geht mal schaukeln. Jetzt möchtest du am liebsten auch Zwillinge, oder? Kriegt aber nicht jeder. Weiß man's? Martin! Ja! Unterhalten wird man sich ja wohl noch dürfen, oder? Ich hab drinnen einen Korb mit Erdbeeren. Vielleicht macht Paula ja auch ein paar. Ne? Ja, ich komme dann auch gleich nach Haus. Ich hab die Nase voll. Machst du uns einen schönen Salat? Die klingelt schon wieder. Bis gleich. Tschüss. Ja, ich komme ja. Moment! Ach du lieber Gott, Katastrophen, Monika. Na, was ist passiert? Können wir Sie kurz sprechen? Ich habe zwar keine Sprechstunde mehr, aber wenn ich eure Gesichter sehe, dann muss ich wohl zu sprechen sein. Kommt rein. Es tut uns leid. Ah, was tut euch diesmal leid? Der Unfall. Was habt ihr den verzapft? Sag mal, tickt ihr noch richtig und da haut ihr einfach ab? Olga Mattison hätte tot sein können. Wir haben das doch alles nicht gewollt. Ach, nicht gewollt, nicht gewollt. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Also ich dachte, wenigstens du wirst mal erwachsen, Hennerbold. Da baut ihr einen Unfall und haut einfach ab. Das ist doch kein Kavaliersdelikt. Los, du rufst jetzt die Polizei. Na, Degeseln 4728. Ich verstehe überhaupt nichts. Jetzt mal in Ruhe und der Reihe nach, bitte. Es ist doch alles meinetwegen mit dem Auto und alles. Er hat doch die ganze Zeit nicht geschrieben und dann wollte er es wieder gut machen und dann hat er das Auto geklaut. Ach, was, Blödsinn. Was, das Auto ist auch noch gestohlen? Nein, nein, nicht direkt. Also, erst die Geschichte mit dem Fahrrad, dann wird ein Auto geklaut, demnächst entführt ein Flugzeug oder raubt eine Bank aus, was? Ja, rein! Moin, Herr Doktor. Moin, moin. Ah, hier stecken wir also. Ihre Fahrzeugpapiere bitte, Herr Bold. Sie gestanden, Herr Doktor? Ja. Sie geben zu, dass Sie der Verursacher des Unfalls sind? Ja. Nein, nein, ich bin gefahren. Wir haben Fahrschule gemacht. So, Fahrschule. Ich habe doch keinen Führerschein. Kein Führerschein. Und das hier ist Ihr Urlaubschein, Herr Bold. Na, wenigstens nicht auch noch Unerlaubtes entfernt von der Truppe. Wenigstens was Positives. Was haben wir hier? Autohaus Klingenberg in Kiel. Sie haben das Fahrzeug angemietet? Ja. Na Gott sei Dank. Was denn? Du hast das Auto gar nicht geklaut? Ich muss es morgen zurückbringen. Das Auto ist nur gemietet? Bleibt noch der Unfall und die Fahrerflucht. Wir wollten ja dann zur Polizei und uns stellen. Aber zuerst wollten wir hier fragen, ob jemand verletzt ist. Das erzählen Sie mal Ihrer Großmutter. Anna hat keine Großmutter mehr. Sie haben sich widerrechtlich vom Unfallort entfernt. So, jetzt kommen Sie beide mit auf die Wache. Wir machen Protokoll. Moin, Doktor. Moin, moin. Kommen Sie, kommen. Dr. Teschner? Ja? Grüßen Sie bitte Frau Mattison von mir. Es tut mir so leid. Ich wünsche ihr gute Besserung. Es tut ihr leid. Das alleine genügt nicht. Fahr bei Gelegenheit vorbei und entschuldige dich. Der Henner und du, ihr müsst jetzt zusammenhalten. Ist ja schön, dass du die Wahrheit gesagt hast, aber da müsst ihr eben jetzt durch. Und noch eins.
Der Henner liebt dich auch so. Da muss er nicht noch unbedingt ein Auto klauen. Okay. Eine Medizin gegen Pech gibt's wohl nicht, was? Doch. So schnell wie möglich erwachsen werden. Raus. Okay, tschüss. Tschüss. Ey. Was uns auch alles noch passieren muss auf unsere alten Tage. Es sind Prüfungen. Ach, Prüfungen. Du redest ja wie Pastor Eckholm. Mit langsam sind wir nun genug geprüft. Kommst du allein zurecht? Oh, typisch Olga, nicht? Ihre erste Frage nach den anderen. Sag uns lieber, wie es dir geht. Naja, etwas schwach bin ich noch. Von Uwe soll ich dich auch grüßen, er musste dringend in die Redaktion. Wann fahrt ihr denn? Überhaupt nicht. Was? Ihr wolltet doch nach Norwegen. Ja, wir fahren aber nicht. Uwe kriegt nicht frei. Geht alles drunter und drüber. Das ist aber schade. Heuche nicht auf dem Krankenbett, nicht? Eigentlich bist du ja ganz roh. So, Kerstin, und sag uns endlich, warum wir damals keine Pellkartoffeln essen durften. Damit fing ja alles an. Ach, nichts weiter. Du, spann uns nicht länger auf die Folter. Ich krieg ein Baby. Oh, Kerstin. Oh, Kerstin, sag das nochmal. Du bist wohl Oma. Oh, Kerstin. Reg dich nicht auf, Olga. Du brauchst jetzt Ruhe. Oh Gott, Ruhe. Kann ich mal mit dir reden? Trinkst du einen Schluck mit? Und? Hamburg? Schläfst du heute hier? Ja, das wollte ich. Dann schlaf bitte auf der Couch. Was soll denn Tante Saskia davon denken? Ist mir doch egal, was Tante Saskia denkt. Hast du dir schon mal überlegt, was ich denke? Barbara, du musst mich verstehen. Ich muss dich verstehen. Ah, ich weiß. Du betrügst mich und das noch in meinem Hotel. In unserem Hotel. Du gehst fremd und ich muss dich verstehen. Ich bin in einer verzweifelten Situation. Ja, ich nicht? Das hat doch überhaupt nichts mit dir zu tun. Nicht, dass du glaubst, dass ich dir hinterher spioniere. Aber wenn du schon auswärts schläfst, dann doch bitte nicht in unserem Hotel. Sie heißt Vera Moonholz und macht in Kosmetik. Barbara, lass dir doch mal erklären. Ja, bitte, Bruno, ich höre. Ich wüsste nicht, was es da noch zu erklären gibt. Entweder du beendest diese Geschichte oder ich gehe zurück zum Theater. Können wir darüber nicht reden wie zwei erwachsene Menschen? Barbara, ich werde eine Woche verreisen. So, wohin denn? Weiß ich noch nicht. Ich brauche einfach etwas Zeit. Also dann wäre es mir sehr angenehm, wenn du jetzt auf der Stelle wegfahren würdest. Gut. Wie du willst. Ach, du weißt es schon. Mhm. Manches erfährt ein Doktor früher. Großmutter. Urgroßmutter. Ah ja, entschuldige. Urgroßmutter. Uli, tust du mir einen Gefallen? Ich tue dir jeden Gefallen. Mhm. Ihr fahrt in Urlaub. Aber Olga... Ja. Du hast gesagt, du tust mir jeden Gefallen. Also schön, jetzt reg dich nicht auf. Wenn du unbedingt darauf bestehst. Ja, ich bestehe darauf. Thank you.
Und wieso? Ich kann doch nichts dafür, wenn der Wecker nicht klingelt. Mist. So, komm erst den Koffer an. Wieso zu viel Gepäck? Was heißt zu viel Gepäck? Du fährst 4 Wochen weg. Du kriegst es rein. Du kommst nämlich nicht noch auf den Kopf. Das wird ihn heute nicht sehen. Das ist ja, hier, Mensch. Und Mensch darf man nicht zum Himmel. Das ist normal. Ganz ruhig. Kein Benzin, sieht man auf der Tankanzeige. Shit, shit, shit! Gehst nur hin. Herr Schnee anrufen, der muss uns fahren. Mann, Mann, Mann. Da geht aber auch alles schief. Na, freust du dich? Klar. Na ja, wenn du da ein bisschen Englisch lernst, Schwarzenberg. Klar, Teschner. Kannst du mal bitte nach vorne gucken? Ja, du reg dich nicht auf. Und du musst doch nicht so rasen, wir schaffen's noch. Wenn du nicht vergessen hättest zu tanken, brauchte ich jetzt nicht zu rasen. Und wenn ich einen richtigen Mann zu Hause hätte, würde der auf so etwas achten. Was soll denn das heißen? Hey, hey, Frieden, du musst mal Urlaub machen. Die Nerven schleifen ganz schön. Es tut mir leid. Noch nie so lange weg. Ja, du musst mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich bin wirklich eine Rabenmutter. Traum ist vielleicht auch ein ganz guter Test. Wenn er unbedingt ins Internat will. Ich meine, so ein Schüleraustausch ist ja nicht das Schlechteste. Nach Old England. Carlos hat recht. Wir sind beide urlaubsreif. Na, ich wollte ja nach Venedig, aber du? Ich konnte nicht, das weißt du ganz genau. Wenn wir irgendwo anders hinfahren? Wohin denn? Egal, Hauptsache in die Sonne. Wie wär's denn mit Mallorca? Von mir aus auch nach Mallorca. Was, im Ernst? Du kannst sowieso nicht wegen deiner Patientin. Natürlich kann ich, du wirst dich wundern. 8:50, 10 Minuten vor 9. Ich bin schon wieder zu spät dran. Vielen Dank für den Tee, Oma Selman. Moin. Na, verschlafen? Sieht ganz so aus. Sag mal, wieso hängst du hier eigentlich jeden Abend alleine rum? Was geht dich das denn an? Spinierst du mir hinterher oder was? Trotzdem, schönen Tag noch. Moin. Martin, schlag dir das Mädchen aus dem Kopf, sonst musst du hier wieder ausziehen. Aber Tantchen, jetzt wo ich hier Arbeit habe. Erstens hast du jetzt Ferien, zweitens hat sie einen anderen und drittens sind deine Verhältnisse immer noch sehr unordentlich. Tantchen? Sag doch nicht immer Tantchen zu mir, ich bin die Hilde. Na schön, Hilde. Glaubst du, dass das wirklich die große Liebe ist? Mit Paula und diesem Arzt? Kümmer du dich mal um deine Angelegenheiten, ne? Mach ich, Tantchen, mach ich. Und was ist mit dem Garten? Nach dem Frühstück, oder? Frau Frohner! Ah, moin, Frau Doktor. Moin. Ich wollte gerade zu Ihnen. Ich wollte gerade zur Bank. Worum geht's denn? Ich wollte eine Reise nach Mallorca buchen. Eine Reise? Ja, was ist daran so komisch? Nach Mallorca. Ja, für 2 Personen. Für Sie und für Dr. Teschner. Ja, für wen denn sonst? Entschuldigen Sie, dass ich lache, aber die ist doch schon gebucht. Also, Dr. Teschner hat bereits für Sie beide gebucht. Ich glaube, das sollte eine Überraschung werden. Die ist ihm auch gelungen. Wann denn? Nächste Woche. Nächste Woche? Und wie lange? Eine Woche. Ja, ist ein bisschen kurz, das habe ich ja auch gleich gesagt. Kann man da vielleicht so ein bisschen was dran drehen? Ja. Versuchen wir es mal. Moin, moin. Moin, Doktor. Ach, hört Sie, ich habe mir sicherheitshalber meinen Zucker neu einstellen lassen. Ja, ehe man sich wieder einen neuen Doktor gewöhnt, ne? Wo soll es denn hingehen? Geben Sie doch zu, dass Sie das längst wissen. Wieso denn das? Die Buschtrommeln. Ja, ich will trotzdem eine schöne Reise. Danke. Ich wusste gar nicht, dass ich... Hey, was ist denn los? Urlaub. Ah, hat Bertha also getratscht. Einmal wollte ich dich überraschen. Einmal. Hast du auch. Ich freue mich ganz toll. Obwohl, nur eine Woche. Unter Umständen kann ein kurzer Urlaub sehr erholsam sein. Ja, aber unter Umständen kann ein etwas längerer Urlaub noch erholsamer sein. Was ist das? Verlängerungswoche? Überraschung. Jetzt musst du mich durch die Luft wirbeln, wie im Film. Also Degels ist wirklich völlig verquatscht. Verzeiht, dass wir hier mal wegkommen.
Hast du an eine Vertretung gedacht? Mhm. Krempel. Krempel? Na, der Bekannte von Paula, der junge Assistenzarzt. Der freut sich über jede Vertretung. Rat mal, wer sich noch freut. Ich weiß nicht. Paula. Ach, wo ist sie überhaupt? Sie holt ihn bereits. Jetzt schon? Na klar, der soll sich ruhig mal ein paar Tage hier einarbeiten. Guck mal, die Sellmannsche. Na, Armin Dern? Was treibt dich denn zu mir, hm? Ach du, ich hab ein Problem. Problem, dann setz dich erstmal. Ja, danke. So. Und um was geht das? Sag mal, hast du was gegen Potenz? Gegen Potenz? Was soll ich gegen Potenz haben? Kann man ja nur gratulieren. Ich brauch aber was gegen Potenz. Ach guck, du brauchst was gegen Potenz. Ja, wenn einen das so umhertreibt, du weißt doch Bescheid. Dich treibt's umher? Mich doch nicht, du Dösbattel. Ich rede doch von meinem Neffen, von dem Martin, der bei mir wohnt. Der schleicht immer so um die Kammer rum. Um deine Kammer? Nicht um meine, du Mors. Ich hab doch die kleine Paula bei mir wohnen. Ja, das ist ein hübsches Mädchen, da verstehe ich ihn. Du brauchst also, sagen wir mal, etwas Niederdrückendes. Genau. Aber so, dass er das nicht merkt, dass ich ihm das in Tee tun kann. Früher beim Militär hat man doch immer sowas gehabt. Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3. Ja, Soda oder sowas, ne? Das ist genau dasselbe, bloß Chemie. Und das ist ja nun nicht mein Feld, ne? Da gibt's denn ja gar nichts Natürliches. Irgendeine Heilpflanze oder sowas. Na ja, die meisten Leute wollen ja das Gegenteil, nicht? Etwas Aufrichtendes, nicht? Aber ich muss dann Sud ansetzen. Kaluna, Passiflora, Valiana und dann natürlich ein Schwung Lupulus. Lupulus? Hopfenzapfen. Hopfenzapfen? Hast du denn Hopfenzapfen? Ich hab Hopfenzapfen, aber ich muss ja erstmal einen Sud ansetzen und das dauert ja seine Zeit. Darf ich den? Na los, steig ein! Ja, Tante? Suchst du was Bestimmtes? Nö, wieso? Willst du zu Paula? Will ich, Tante. Und was willst du von ihr? Ich muss was mit ihr besprechen. Es ist wichtig. Gut. Dann komme ich mit. Bitte, ich habe keine Geheimnisse. Ja? Paula, entschuldige, wenn ich dich so überfalle. Zieh dir was an, Kind. Ja, nun sag schon. Ja, kann ich dein Auto für einen Tag haben? Ich will die Zwillinge holen und auf dem Motorrad, ja, das geht ja schlecht. Du willst die Zwillinge holen? Ja, Gabi, die Mutter, die will mit ihrem neuen Freund Urlaub machen und da hat sie mich gebeten. Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, und weil ich doch Ferien habe, da haben wir gedacht... Und für wie lange? So 14 Tage oder so. Und da fragst du mich gar nicht. Du hast mir doch immer Vorwürfe gemacht, dass ich mich nicht um die Kinder kümmere. Ich dachte, dir wäre es recht. Wenn du eine neue Batterie kaufst, kannst du meinen Wagen haben. Was glaubst du, warum ich mit dem Fahrrad fahre? Hm. Also ein Shit aber auch. Also für deine Kinder übernehme ich die Batterie. Danke, Hildchen. Naja, ist schon gut. Komm, mach das drauf. Ach, und die Schlüssel sind in meiner Tasche unten. Ich denke, ihr seid in den norwegischen Fjorden. Wir müssen uns schließlich noch von Oma verabschieden. Die ist sowieso sauer, dass wir nicht hier Urlaub machen. Womit sie nicht ganz unrecht. Ah, und der da hat auch keine Lust. Lust schon, aber... Ja, bitte, bitte, keinen Streit. Ihr macht ja auch Urlaub, ne? Ja, Mallorca. Ah. Sag mal... Ja? Ist Lilly in der Praxis? Ja, wieso? Bist du krank? Nee, ich wollte nur mal sprechen. Ein Raten der Frauen. Aha. Bist du schwanger? Vielleicht. Aber nichts verraten, ja? Ehrenwort. Na, was ist denn mit der Kiste? Oh, ich weiß auch nicht. Ich schaue im Motorraum wie ein Schwein ins Uhrwerk. Irgendwas klappert ganz tüchtig. Es klappert? Ja. Oh, vielleicht hast du sogar recht. Hm?
Nur so. Freust du dich? Klar. Na ja, wenn du da ein bisschen Englisch lernst, Schwarzenberg. Klar, Teschner. Kannst du mal bitte nach vorne gucken? Ja, du reg dich nicht auf. Und du musst doch nicht so rasen, wir schaffen's noch. Wenn du nicht vergessen hättest zu tanken, brauchte ich jetzt nicht zu rasen. Und wenn ich einen richtigen Mann zu Hause hätte, würde der auf so etwas achten. Was soll denn das heißen? Hey, Frieden, du musst mal Urlaub machen. Die Nerven schleifen ganz schön. Es tut mir leid. Nie so lange weg. Ja, du musst mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich bin wirklich eine Rabenmutter. Raum ist vielleicht auch ein ganz guter Test. Wenn er unbedingt ins Internat will. Ich meine, so ein Schüleraustausch ist ja nicht das Schlechteste. Nach Old England. Carlos hat recht. Wir sind beide urlaubsreif. Na, ich wollte ja nach Venedig, aber du? Ich konnte nicht, das weißt du ganz genau. Wenn wir irgendwo anders hinfahren? Wohin denn? Egal, Hauptsache in die Sonne. Wie wär's denn mit Mallorca? Von mir aus auch nach Mallorca. Was, im Ernst? Du kannst sowieso nicht wegen deiner Patientin. Natürlich kann ich, du wirst dich wundern. 8:50 Uhr, 10 Minuten vor 9. Ich bin schon wieder zu spät dran. Vielen Dank für den Tee, Oma Selmann. Moin. Na, verschlafen? Sieht ganz so aus. Sag mal, wieso hängst du hier eigentlich jeden Abend alleine rum? Was geht dich das denn an? Spinierst du mir hinterher oder was? Trotzdem, schönen Tag noch. Moin. Martin, schlag dir das Mädchen aus dem Kopf, sonst musst du hier wieder ausziehen. Aber Tantchen, jetzt wo ich hier Arbeit habe. Erstens hast du jetzt Ferien, zweitens hat sie einen anderen und drittens sind deine Verhältnisse immer noch sehr unordentlich. Tantchen? Sag doch nicht immer Tantchen zu mir, ich bin die Hilde. Na schön, Hilde. Glaubst du, dass das wirklich die große Liebe ist mit Paula und diesem Arzt? Kümmer du dich mal um deine Angelegenheiten, ne? Mach ich, Tantchen, mach ich. Und was ist mit dem Garten? Nach dem Frühstück, oder? Frau Frohner! Ah, moin, Frau Doktor. Moin. Ich wollte gerade zu Ihnen. Ich wollte gerade zur Bank. Worum geht's denn? Ich wollte eine Reise nach Mallorca buchen. Eine Reise? Ja, was ist daran so komisch? Nach Mallorca. Ja, für zwei Personen. Für Sie und für Dr. Teschner. Ja, für wen denn sonst? Entschuldigen Sie, dass ich lache, aber die ist doch schon gebucht. Also, ach. Dr. Teschner hat bereits für Sie beide gebucht. Ich glaube, das sollte eine Überraschung werden. Die ist ihm auch gelungen. Wann denn? Nächste Woche. Nächste Woche? Und wie lange? Eine Woche. Ja, ist ein bisschen kurz, das habe ich ja auch gleich gesagt. Kann man da vielleicht so ein bisschen was dran drehen? Ja, versuchen wir es mal. Moin, moin. Moin, Doktor. Ach, hört Sie, ich habe mir sicherheitshalber meinen Zucker neu einstellen lassen. Ja, ehe man sich wieder einen neuen Doktor gewöhnt, ne? Wo soll es denn hingehen? Geben Sie doch zu, dass Sie das längst wissen. Wieso denn das?
die Buschtrommeln. Ja, ich Ihnen trotzdem eine schöne Reise. Danke. Ich wusste gar nicht, dass ich... Hey, was ist denn los? Urlaub. Ah, hat Bertha also getratscht. Einmal wollte ich dich überraschen. Einmal. Hast du auch. Ich freue mich ganz toll. Obwohl, nur eine Woche. Unter Umständen kann ein kurzer Urlaub sehr erholsam sein. Ja, aber unter Umständen kann ein etwas längerer Urlaub noch erholsamer sein. Was ist das? Verlängerungswoche? Überraschung. Jetzt musst du mich durch die Luft wirbeln, wie im Film. Also Degels ist wirklich völlig verquatscht. Wird Zeit, dass wir hier mal wegkommen. Hast du an eine Vertretung gedacht? Krempel. Krempel? Na, der Bekannte von Paula, der junge Assistenzarzt. Der freut sich über jede Vertretung. Rat mal, wer sich noch freut. Ich weiß nicht. Paula. Ach, wo ist sie überhaupt? Sie holt ihn bereits. Jetzt schon? Na klar, der soll sich ruhig mal ein paar Tage hier einarbeiten. Guck mal, die Sellmannsche. Namen ihn deren? Was treibt dich denn zu mir, Ach du, ich hab ein Problem. Problem, dann setz dich erst mal. Ja, danke. So. Und um was geht das? Sag mal, hast du was gegen Potenz? Gegen Potenz? Was soll ich gegen Potenz haben? Kann man ja nur gratulieren. Ich brauch aber was gegen Potenz. Ach, guck. Du brauchst was gegen Potenz. Ja, wenn einen das so umhertreibt, du weißt doch Bescheid. Dich treibt's umher? Mich doch nicht, du Dösbattel. Ich rede doch von meinem Neffen, von dem Martin, der bei mir wohnt. Der schleicht immer so um die Kammer rum. Um deine Kammer? Nicht um meine, du Mors. Ich hab doch die kleine Paula bei mir wohnen. Ja, oh, das ist ein hübsches Mädchen, da verstehe ich ihn. Du brauchst also, sagen wir mal, etwas Niederdrückendes. Genau. Aber so, dass er das nicht merkt, dass ich ihm das in Tee tun kann. Früher beim Militär hat man doch immer sowas gehabt. Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3. Ja, Soda oder sowas, ne? Das ist genau dasselbe, bloß Chemie. Und das ist ja nun nicht mein Feld, ne? Da gibt's denn ja gar nichts Natürliches. Irgendeine Heilpflanze oder sowas. Naja, die meisten Leute wollen ja das Gegenteil, nicht? Etwas Aufrichtendes, nicht? Aber ich müsste dann Sud ansetzen. Kaluna, Passiflora, Valiana und dann natürlich ein Schwung Lupulus. Lupulus? Hopfenzapfen. Hopfenzapfen? Hast du denn Hopfenzapfen? Ich hab Hopfenzapfen, aber ich muss ja erstmal einen Sud ansetzen und das dauert ja seine Zeit. Darf ich dir einen Tee anbieten? Ja, gerne. Ja, aber nun setz mal an, du, bevor das noch ein Unglück gibt. Ja. Dieser heiße Sommer, ne? Der macht ganz schön Kirre. Danke, Schwester Paula. Bitte. So, Herr Kollege, dann nehmen Sie mal Platz. Das ist jetzt Ihr Stuhl. Oh, noch nicht, danke, aber ich freue mich natürlich sehr, wenn es nur für eine Woche ist. Doch, nur setzen Sie sich, war ernst gemeint. Übrigens nicht eine Woche, sondern zwei Wochen. Wir sind zwei Wochen im Urlaub. Oh, na dann freue ich mich doppelt. Es wäre übrigens ganz günstig, wenn Sie hier wohnen könnten. Hier im Haus? Na, nicht direkt hier im Haus, aber vielleicht in Degelsen. Frau Sellmann hat doch noch Zimmer frei. Ich würde dann doch lieber im Hotel, sagen Sie, die Mühle, da müsste man doch... Ja, oder in Hanuschs Hotel. Danke, nee, das ist mir ein bisschen zu teuer. Ach, kommen Sie, Hanusch ist ein langjähriger Patient von mir, bei dem können Sie fast umsonst wohnen, wenn Sie ihn hin und wieder mal ein bisschen abhorchen. Ach so, läuft das in Degelsen? Naja, nicht ganz so. Übrigens, es wäre nett, wenn Sie ein paar Tage früher beginnen könnten. Na, ist schon jemand da? Sie sind seine erste Patientin. Sag mal, hat er gar keinen Doktortitel? Arzt kann man auch ohne sein. Früher gab's das nicht. Frau Bellmann, bitte. Sellmann, sehe ich aus wie ein Dackel? Oh, Entschuldigung. Ja, bitte. Danke, danke. Was kann ich für Sie tun? Was fehlt Ihnen? Ach, nichts Besonderes. Das Übliche. Das Übliche? Naja, ich habe manchmal ein bisschen Sodbrennen. Ja, dann werde ich Sie mal untersuchen. Gefällt es Ihnen in Degelsen? Ja, gut. Und sind Sie gut untergebracht? Auch gut, danke. Ja, wieso? Nur so. Schwester Paula hat Ihnen sicher von mir erzählt. Die wohnt nämlich bei mir. Ich habe sehr schöne Zimmer. Ja, wenn Sie dann bitte ins Behandlungszimmer gehen würden und den Oberkörper freimachen? Warum das denn? Ja, soll ich Sie nun untersuchen oder nicht? Sie wohnen doch nicht etwa bei Hanusch im Hotel?
Frau Bellmann. Selmann, ich gehe ja schon. Aber ich denke, Sie haben Magenbeschwerden. Soll ich Ihnen was verschreiben? Nee, danke, danke. Gut gemeint. Aber ich nehme Schafgarbe und Sauerklee. Sauerklee? Ja, aber nicht getrocknet. In frischem Zustand. Mhm. Woher haben Sie denn diese Weisheiten? Von Herrn Hinnachsen. Der versteht sich nämlich auf sowas. Der hat schon manch einen geholfen. Moin, moin. Moin. Na, was gibt's denn da so Interessantes? Nichts Besonderes, Frau Matthiesen. Nur das Schild von Herrn Dr. Teschners Vertretung. Also so geht das nicht. Was geht denn so nicht, Olga? Nee, ihr seid noch kaum weg. Da kleben die schon ihr anderes Schild dran. Ach, Uli. Hoffentlich kommt nicht wieder was dazwischen mit eurem Urlaub. Olga, dann pass auf, dass du nicht krank wirst. Ja. Ich muss noch ein paar Hausbesuche machen. Tschüss. Tschüss. Sie können dann den nächsten reinschicken, Schwester Paula. Sie? Sind wir jetzt wieder per Sie? Komm, Paula, das war so ausgemacht. In der Praxis sitzen wir uns. Ach, nach der Devise Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Mhm. Das ist schon manchmal ein merkwürdiger Kauz. Sagen Sie, Schwester Paula, sind in dieser Gegend alle so merkwürdig? Wie wer? Wie ich? Ach, wie diese Frau Sellmann. Die ist nicht merkwürdig, die ist einfach neugierig. Und dieser Hinnachsen? Der ist das Unikum von Dekelsen, nennt sich Kräuterdoktor. Ach, so eine Art Naturheiler. Hätte ich mir hier die Vertretung sparen können. Hinnachsen hat schon seine Qualitäten. Dann sei mal nicht so ungeduldig, es werden schon noch Patienten kommen. Und Sie müssen mich nicht trösten. Nein. Nein. Hm. Was ist denn das? Eine Einladung. Eine Einladung? Ah, Krempel. Wie? Das Geburtstag? Ehrlich? Dann muss ich gratulieren. Krempel, wie altes Zeug. Oh. Dr. Teschner will nachher selber noch mal nach Ihnen sehen. Ah ja? Sie hat eine Schilddrüsenoperation? Ja, aber es ist alles in Ordnung. Keine Beschwerden? Nein, keine Beschwerden. Und außerdem will ja Herr Dr. Teschner noch mal vorbeigucken. Ich will Sie nicht damit belasten. Aber ich bekomme von Ihnen 80 Mark. Ja, die bekommen Sie. Dankeschön. Ich bedanke mich. Sind die für Olga Matthiesen? Nein. Ah, ja. Schönen Gruß an Olga. Sie sind gratis. Ja, danke. Bitte. Noch was. Sollten Sie Probleme gesundheitlicher Art haben, Sie können sich selbstverständlich jederzeit an mich wenden, wenn Dr. Teschner nicht da ist. Danke Ihnen, Herr Schiff. Wiedersehen. Selbstverständlich, ja, natürlich. Hallo, ich grüße meinen alten Arbeitgeber. Hallo, Henna. Ja, Henna, du hast hier mal rausgemacht. Sag mal, willst du wieder bei uns anfangen? Ah, noch bin ich ja nicht fertig. Scheint aber ganz gut zu gehen beim Bund. Oder hast du etwa im Lotto gewonnen? Nett, dass du bei uns vorbeischaust. Na komm rein, Henna. Ich mach dir Kaffee, wie in alten Zeiten. Hm? Kaffee einen anderen Mal. Erstmal brauchst du einen Rosenstrauß, wie der Typ da hinten. Rosen? Oh, von mir kannst du 1000 rote Rosen bekommen. Komm. Ja. Los. Hartmann, war das eben nicht Henna Bolt? Es besteht kein Zweifel. Du bist schwanger, das ist ganz eindeutig. 9. oder 10. Woche. Genau kann ich es noch nicht sagen. Freust du dich? Ja, klar, sehr. Obwohl ich nicht weiß, was Uwe dazu sagt. Mag er keine Kinder? Doch schon, aber kommt ja ein bisschen überraschend für ihn. Da muss er durch. Uwe? Ja? Komm mal her. Was ist denn? Wo kommst du? Was haben die denn?
freuen sich auf einen kleinen Pinguin. Pinguin? Hm? Norwegen. Ach, Norwegen. Diese Kälte. Wenn sie nicht hier alles hätten. Wasser und alles. Ja, aber kein kleinen Pinguin. Oh, Pinguin. Man redet schon. Hast du starke Nerven? Ja, natürlich. Ich musste nämlich was sagen. Was? Du bist schwanger. Ja. Nee. Doch. Nee. Ja! Ja! Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe dir doch immer gesagt, irgendwann komme ich hier an und dann wirst du solche Augen machen. Und dieser Tag ist heute? Ja. Weißt du noch, wie du damals mein Fahrrad geklaut hast? Sonst hätten wir uns ja nie kennengelernt. Du hast ja nie was gemerkt. Und trotzdem, heute ist es mir peinlich. Und? Hast du noch deine Kleptomanie? Kleptomanie? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, ich meine, klaust du noch? Kugelschreiber und so. Weißt du, manchmal erwische ich mich, dass ich was Fremdes in den Fingern habe. Aber dann lege ich es hin und renne einfach weg. Und du? Ich? So. Und der Jeep? Psst. Nicht so laut. Wenn es jemand hört. Bist du verrückt? Paula, entschuldige bitte, ich habe mich verspätet. Nur entschuldige dich nicht immer zu, ich bin zu früh. Ich gratuliere dir und wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich danke dir. Oh, sind die schön. Darf ich Ihnen die Vase? Jo, danke. Danke. So, und die Karte. Jo, danke. Schön. Such dir was Schönes aus. Ja, aber nur, wenn du mein Gast bist. Ich habe dich eingeladen. Oh, komm, Paula. Immerhin verdanke ich dir diesen Job hier. Dann gehe ich nach Hause. Ja, okay, dann tendiere ich zu einem kleinen Krabbencocktail. Okay, dann nehme ich Chateaubriand. Chateaubriand, da gehst du ja ganz schön ran. Ist ja für zwei, du musst mitessen. Naja, ihr wollt streiten. Ich finde schön, dass du diesen Abend mit mir verbringst. Mit wem denn sonst? Martin? Es ist vorbei. Ich hab doch dich. Frierst du? Und du? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Es ist schon spät. Jetzt trinken wir erstmal Champagner. Und wo gehen wir hin? Zu meiner Oma können wir nicht, die ist wie ein Wachhund. Wollen wir im Auto schlafen? Oder auf einer Wiese? Die Sterne zählen? Ein Stern, ein Kuss? Die ganze Nacht? Bis die Sonne aufgeht. Was machst du denn da? Ich hab Durst. So, dann mach mal die Augen zu. Warum denn? Mach mal die Augen zu. 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 Oh, sie ist schön. Ha? Danke dir. Tja, die ist zum Geburtstag, auch wenn der nun schon ein halbes Jahr her ist. Schlimm? Ja, schlimm. Aber ich wollte meinen Geburtstag gerne mit dir zusammen feiern. Einen Tee anbieten? Ja, gerne. Ja, aber nun setz mal an, du, bevor das noch ein Unglück gibt. Ja. Dieser heiße Sommer, ne? Der macht ganz schön Kirre. Danke, Schwester Paula. Bitte. So, Herr Kollege, dann nehmen Sie mal Platz. Das ist jetzt Ihr Stuhl. Oh, noch nicht, danke, aber ich freue mich natürlich sehr, auch wenn es nur für eine Woche ist. Doch, nur setzen Sie sich, war ernst gemeint. Übrigens nicht eine Woche, sondern zwei Wochen. Wir sind zwei Wochen im Urlaub. Oh, na dann freue ich mich doppelt. Es wäre übrigens ganz günstig, wenn Sie hier wohnen könnten. Hier im Haus? Na, nicht direkt hier im Haus, aber vielleicht in Dekelsen. Frau Selmann hat doch noch Zimmer frei. Ich würde dann doch lieber im Hotel. Sagen Sie, die Mühle, da müsste man doch... Ja, oder in Hanuschs Hotel. Danke, nee, das ist mir ein bisschen zu teuer. Ach, kommen Sie. Hanusch ist ein langjähriger Patient von mir. Bei dem können Sie fast umsonst wohnen, wenn Sie ihn hin und wieder mal ein bisschen abhorchen. Ach so, läuft das in Dekelsen? Naja,
nicht ganz so. Übrigens, es wäre nett, wenn Sie ein paar Tage früher beginnen könnten. Na, ist schon jemand da? Sie sind seine erste Patientin. Sag mal, hat er gar keinen Doktortitel? Arzt kann man auch ohne sein. Früher gab's das nicht. Frau Bellmann, bitte. Sellmann, sehe ich aus wie ein Dackel? Entschuldigung. Ja, bitte. Danke dir. Was kann ich für Sie tun? Was fehlt Ihnen? Ach, nichts Besonderes. Das Übliche. Das Übliche? Naja, ich habe manchmal ein bisschen Sodbrennen. Ja, dann werde ich Sie mal untersuchen. Gefällt es Ihnen in Diegelsen? Ja, gut. Und sind Sie gut untergebracht? Auch gut, danke. Ja, wieso? Nur so. Schwester Paula hat Ihnen sicher von mir erzählt. Die wohnt nämlich bei mir. Ich habe sehr schöne Zimmer. Ja, wenn Sie dann bitte ins Behandlungszimmer gehen würden und den Oberkörper freimachen? Warum das denn? Ja, soll ich Sie nun untersuchen oder nicht? Sie wohnen doch nicht etwa bei Hanusch im Hotel. Frau Bellmann. Sellmann, ich gehe ja schon. Aber ich denke, Sie haben Magenbeschwerden. Soll ich Ihnen was verschreiben? Nee, danke, danke. Gut gemeint. Aber ich nehme Schafgarbe und Sauerklee. Sauerklee? Ja, aber nicht getrocknet. In frischem Zustand. Mhm. Woher haben Sie denn diese Weisheiten? Von Herrn Hinnerksen. Der versteht sich nämlich auf sowas. Der hat schon manch einen geholfen. Moin, moin. Moin. Na, was gibt's denn da so Interessantes? Nichts Besonderes, Frau Matthiesen. Nur das Schild von Herrn Dr. Teschners Vertretung. Also so geht das nicht. Was geht denn so nicht, Olga? Nee, ihr seid noch kaum weg. Da kleben die schon ihr anderes Schild dran. Ach, Uli. Hoffentlich kommt nicht wieder was dazwischen mit eurem Urlaub. Olga, dann pass auf, dass du nicht krank wirst. Ja. Ich muss noch ein paar Hausbesuche machen. Tschüss. Tschüss. Sie können dann den nächsten reinschicken, Schwester Paula. Sie? Sind wir jetzt wieder per Sie? Komm, Paula, das war so ausgemacht. In der Praxis sitzen wir uns. Ach, nach der Devise Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Mhm. Das ist schon manchmal ein merkwürdiger Kauz. Sagen Sie, Schwester Paula, sind in dieser Gegend alle so merkwürdig? Wie wer? Wie ich? Ach, wie diese Frau Sellmann. Die ist nicht merkwürdig, die ist einfach neugierig. Und dieser Hinnerksen? Der ist das Unikum von Diegelsen. Nennt sich Kräuterdoktor. Ach, so eine Art Naturheiler. Hätte ich mir hier die Vertretung sparen können. Hinnerksen hat schon seine Qualitäten. Dann sei mal nicht so ungeduldig. Es werden schon noch Patienten kommen. Und Sie müssen mich nicht trösten. Nein. Nein. Hm. Was ist denn das? Eine Einladung. Eine Einladung? Ah, Krempel. Wie? Das Geburtstag? Ehrlich? Dann muss ich gratuliere. Krempel, wie altes Zeug. Oh. Dr. Teschner will nachher selber noch mal nach Ihnen sehen. Ah ja? Sie hat eine Schilddrüsenoperation? Ja, aber es ist alles in Ordnung. Keine Beschwerden? Nein, keine Beschwerden. Und außerdem will ja Herr Dr. Teschner noch mal vorbeigucken. Ich will Sie nicht damit belasten. Aber ich bekomme von Ihnen 80 Mark. Ja, wie bekommen Sie? Dankeschön. Ich bedanke mich. Sind die für Olga Matthiesen? Nein. Ah, ja. Schönen Gruß an Olga. Sie sind gratis. Ja, danke. Bitte. Noch was. Sollten Sie Probleme gesundheitlicher Art haben, Sie können sich selbstverständlich jederzeit an mich wenden, wenn Dr. Teschner nicht da ist. Danke Ihnen, Herr Schiff. Wiedersehen. Selbstverständlich, ja. Hallo, ich grüße meinen alten Arbeitgeber. Hallo, Henna. Ja, Henna, du hast hier mal rausgemacht. Sag mal, willst du wieder bei uns anfangen? Ah, noch bin ich ja nicht fertig. Scheint dir aber ganz gut zu gehen beim Bund. Oder hast du etwa im Lotto gewonnen? Nett, dass du bei uns vorbeischaust. Na komm rein, Henna. Ich mach dir Kaffee, wie in alten Zeiten. Kaffee ein andermal.
Erstmal brauchst du einen Rosenstrauß, wie der Typ da hinten. Rosen? Oh, von mir kannst du 1000 rote Rosen bekommen. Ja. Los. Herr Heidmann, war das eben nicht Henner Bolt? Können Sie mir sagen, wie dieser Schnösel zu so einem Auto kommt? Hm? Vielleicht eine Erbschaft oder reiche Freunde. Ja? Aber bestimmt nicht vom Wehrsold. Vielleicht im Lotto gewonnen. Schönen Danke. Und, wie geht's dir? Es geht so. Und dir? Na, siehst du doch. Warum hast du mir nie geschrieben? Ja, schreiben. Du weißt doch, ich schreibe nicht gern. Und? Hast du einen anderen? Nein. Na, was ist jetzt? Machen wir eine Spritze oder nicht? Hey, warte, Mann. Ich muss mir doch noch was anziehen. Ich schwimm doch noch eine Runde. Ja, okay, aber beeil dich. Mensch, was schläfst du denn alles mit hier rum? Vielleicht kriegen wir ja Hunger oder Durst? Ach, Durst. Hab ich was. Ui, Champagner ist ja toll. Meinetwegen. Ach, red doch keinen Unsinn. Na, passt doch. Ach, hast du Unglück. Was müssen wir nicht alles ertragen in unserem Alter? Kommen Sie, Herr Bürgermeister, ich helfe Ihnen raus. Ja, danke. Geht's? Ja, danke. Doch, da hinten steht er. Ja, ja. Und Sie sind sicher, es war ein Jeep? Ich bin sicher, es war ein Jeep. Ja, und Kraftfahrzeugnummer oder Typ haben Sie sich nicht zufällig gemerkt? Mein Gott, was soll ich mir denn noch alles gemerkt haben? Das war ein Jeep, das war ein roter Jeep, Mensch. Ein Jeep. Ein roter Jeep. Ein roter Jeep. Dann konnten wir nicht unsere Pellkartoffeln essen. Ich hätte mal Tischgebiet gesprochen, aber nein. Setzen Sie sich doch bitte noch mal. Ich möchte den Blutdruck messen. Ach, das brauchen Sie nicht, der ist hoch. Ich möchte ihn trotzdem messen. Ja, das ist auch kein Wunder. Ja, sehen Sie, Frau Doktor, so ist es. Der da oben winkt jetzt.